Über die Jahre, die ich ihn begleiten durfte, hat mein Freund Sherlock Holmes viele haarsträubende Abenteuer erlebt. Neben den bekannten Verbrechen, die ich in diversen Romanen und Kurzgeschichten aufbereitete und zu seinem Leidwesen ausschmückte, gab es auch nicht wenige Erlebnisse jenseits des Fasslichen. Fälle, die nicht mit der ihm eigenen, entwaffnenden, rationalen Logik erklärt werden konnten. Ereignisse, die so brisant waren, dass ich sie nur unter Decknamen oder in der dritten Person niederschreiben konnte, wenn überhaupt. Von manchen Vorkommnissen blieben mir nur eilig hingekritzelte Stichworte. Und einiges sollte besser für immer im Verborgenen bleiben. Nun, da sich mein Leben dem Ende zuneigt, habe ich beschlossen, meine Aufzeichnungen noch einmal hervorzuholen und von den vielen unbekannten und unglaublichen Fällen meines Freundes zu berichten. Blättern Sie mit mir in den Sherlock Holmes Chronicles. Sherlock Holmes Chronicles. Das Freimaurer-Komplott. Mühsam schob Mona ihr schweres Herrenfahrrad mit dem Weidenkorb bergauf und nahm den Weg durch den Devil's Dyke, in dem ein Weizenfeld ihres Vaters lag. Der Weizen dieses Jahres war schon kräftig gewachsen und leuchtete silbern. Das beunruhigte sie, doch hoffte sie, das Licht der Abendsonne wäre die Ursache der Verfärbung. Mona legte das Fahrrad an den Wegesrand und untersuchte eine der Pflanzen. Die Ähre war mit einem pelzigen weißen Belag überzogen. Ihre Körner waren verformt. Voll Sorge, das Feld könne von einer ihr bisher unbekannten Pflanzenkrankheit befallen sein, riss sie einige Ähren von den Halmen, um sie ihrem Vater zu zeigen. In Gedanken versunken schob Mona Hatfield das Rad den Hügel hinauf, bis sie nach einer halben Stunde die Farm erreichte. Ihr Vater hatte ein Schaf geschlachtet. Das Tier, das er mit einem Stich in die Halsschlagader getötet hatte, lag auf dem Rücken im Hof der Farm. Der Vater hatte die Arbeit unterbrochen, war polternd in die Stube gekommen und legte die Gummischürze ab. Er gab seiner Tochter einen Kuss auf die Wange und setzte sich zu Tisch. Donald Hatfield war ein kleiner, sehniger Mann um die 50, der wegen seiner noch vollen Haare und der Bartstoppeln düster wirkte. Oh, das Getreide gedeiht hervorragend, obwohl es in letzter Zeit so trocken war. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, könnte es eine gute Ernte geben. Hoffentlich. Das wäre wichtig für uns. Übrigens, ich bin heute, weil es so schön war, durch den Deich gegangen. Das Weizenfeld macht mir Sorgen. Das Getreide ist von einer Krankheit befallen. Du kümmerst dich um deine Arbeit im Hotel, ich mich um die Felder. Ich will nicht, dass du dich in meine Belange einmischst. Dann erhob er sich vom Tisch, obwohl er kaum etwas gegessen hatte, und verließ den Raum. Das Auswaschen der Schafdärme, die er zur Wursterzeugung benötigte, das weitere Zerlegen des Tierkörpers und das Einsalzen und Räuchern beschäftigte ihn bis Mitternacht, sodass Mona ihn nicht mehr zu Gesicht bekam. Obwohl sie wie immer von der Arbeit erschöpft war, konnte sie an diesem Abend lange nicht einschlafen. Zu sehr beschäftigte es sie, was es mit den silbernen Ähren im Devil's Dyke auf sich hatte und in welchen Schwierigkeiten sich ihr Vater befand. Sie wollte ihm helfen. Da fiel ihr ein, dass sich einer der Dauergäste im Fairmount Hotel im Kabinett seines Apartments eine Art Labor eingerichtet hatte, in dem sie nur einmal in der Woche und unter strenger Aufsicht des Besitzers sauber machen durfte. Sie würde am Morgen etwas früher aufstehen, wieder den Weg durch den Dyke nehmen und dem großen, älteren Herrn mit dem strengen Blick einige Kornähren zur Untersuchung bringen. Das stattliche, zweistöckige Gebäude aus dem letzten Jahrhundert stand auf der Klippe zum Meer und bot von der verglasten Terrasse eine großartige Aussicht auf den Channel. In der Küche des Hotels wurde sie von Elizabeth Brougham, der Eigentümerin des Hauses, auf eine wärmende Tasse Tee eingeladen. Dann begann mit dem Servieren des Frühstücks Monas Arbeitstag.
Der Dauergast, der sich das Laboratorium eingerichtet hatte, nahm sein Frühstück gewöhnlich in seinem Apartment ein. Mona Hatfield klopfte. Als der hochgewachsene, schlanke Herr im seidenen Morgenmantel die Tür öffnete, stellte sie das Tablett mit dem Frühstück auf den kleinen Tisch am Fenster. Du hast nicht gut geschlafen, Mona. Ja, leider. Aber wie kommen Sie darauf? Die Färbung deiner Haut ist nicht so rosig und gesund wie üblich. Und das trotz des sonnigen Wetters. Ich vergesse immer wieder, dass Sie Detektiv sind. Ich war Detektiv, Mona. Das ist Vergangenheit. Aber Sie müssen mir bitte helfen. Ich mache mir große Sorgen, Mr. Holmes. Das Mädchen entnahm einer Schürzentasche das Bündel Ähren, das sie in weißes Tuch gehüllt hatte. Eines unserer Felder ist mit diesem silbernen Film überzogen und mein Vater weigert sich, darüber zu reden. Sherlock Holmes betrachtete eine der Kornähren, nahm dann eine Lupe zur Hand und wiegte den Kopf. Interessant, interessant. Und du sagst, dass ein ganzes Getreidefeld so aussieht wie diese Ähren? Ja, Mr. Holmes. Das Feld leuchtet wie Silber. Die silbernen Gräser. Gräser? Es handelt sich um ein Getreidefeld. Natürlich. Es erinnert mich an etwas. Dann versprach er Mona, seine Untersuchungen bis zum Feierabend des Mädchens am späten Nachmittag abgeschlossen zu haben. Obwohl Holmes am liebsten sofort mit den Untersuchungen begonnen hätte, ließ er sich nicht von seiner täglichen Routine abbringen und die bestand in einem ausgedehnten Spaziergang mit Mr. Holding, dem ehemaligen Journalisten der Londoner Times, der mit seiner Frau ebenfalls im Hotel residierte. Die Sonne wurde vom Wasser so stark reflektiert, dass Mr. Holding seine rechte Hand zum Schutz gegen das Licht heben musste, um die vier Schiffe in der Bucht erkennen zu können. Die Yacht gehört einem Amerikaner. Mr. Radcliffe aus Boston, einem erfolgreichen Geschäftsmann. Woher wissen Sie das schon wieder? Er pflegt an manchen Abenden im Hotel zu speisen, wenn er des kulinarischen Einerleis auf dem Schiff überdrüssig ist. Und da hatte ich das Vergnügen. Sie müssen mich dem Mann vorstellen. Selbstredend, lieber Holding. Nach der Wanderung betrat Sherlock Holmes die Terrasse des Hotels, wickelte sich in eine dicke Decke, legte sich in seinen Liegestuhl und genoss den wärmenden Sonnenschein. Als er von seinem Nickerchen erwachte, war es Zeit, ein leichtes Mahl einzunehmen. Die Hausgäste hatten Tische am großen Panoramafenster zum Meer. Sherlock Holmes grüßte den Journalisten und seine Frau. Der kahlköpfige Colonel Jack Barkham, der seine eher weiblich anmutenden Bewegungen vergeblich durch einen besonders zackigen Gang und eine bemüht tiefe Stimme auszugleichen versuchte, marschierte auf seinen kleinen Tisch zu. So wie Holmes und der Colonel wohnte auch der Maler Walter Sickert allein im Hotel. Er war ein etwa 60-jähriger Mann mit einem leichten deutschen Akzent und hatte sich nach dem Tod seiner Frau hierher zurückgezogen und wohnte nun, weil er es sich leisten konnte, im Frühjahr und Sommer im Hotel. Er zeichnete meist Szenen aus Music Halls und zweideutigen Etablissements und schreckte auch nicht davor zurück, nach Zeitungsfotos zu arbeiten, welche die übel zugerichteten Opfer von Jack the Ripper abbildeten, und war deshalb schon von Scotland Yard vernommen worden, hatte aber offenbar zufriedenstellende Erklärungen abgeben können. Nach dem leichten Mittagsmahl mit Käseomelett, grünem Salat, Erdbeeren mit frischer Sahne und dem unvermeidlichen Tee zog sich Holmes auf sein Zimmer zurück. Sorgfältig bereitete er auf Glasplättchen mehrere Präparate für das Mikroskop vor, darunter Querschnitte durch die Getreidekörner und Abstriche des silbernen Belages der Ähren. Als nächstes suchte er in seiner Ausgabe der Encyclopaedia Britannica der Jahre 1910-1911 nach dem Stichwort Getreidekrankheiten. Es war ihm klar, dass es sich bei der pelzig-silbrigen Schicht auf den Ähren um Pilzbefall handeln musste. In der Enzyklopädie fand er schließlich eine Abbildung des Fusarium-Pilzes, die dem Aussehen seiner Präparate exakt entsprach. Fusariumbefall kann in Getreide zur Bildung von Mykotoxinen, Pilzgiften, führen, die eine Gefahr für Mensch und Tier darstellen. Der Fusariumpilz ist ein Bodenpilz und neben anderen Mikroorganismen für den Abbau von Pflanzenresten verantwortlich. Eine Infektion des Getreides mit dem Fusariumpilz, die durch Pilzsporen über den Ackerboden erfolgt, führt zu dem charakteristischen Ährenbefall, bei dem einzelne Ähren ausbleichen und manchmal ein silberner Sporenbelag erkennbar ist. Holmes beschloss, Mona am Abend auf seinem Heimweg zur Farm zu begleiten und sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Er war beunruhigt. Mona hatte etwas entdeckt, das für die Landwirtschaft der Gegend, womöglich für das gesamte Königreich, gefährlich werden konnte. Getrocknete Pilzsporen, die vom Wind auf andere Felder getragen wurden, konnten zu einer Ausbreitung der Krankheit und letztlich zu einer Katastrophe führen.
Das Getreide ist verseucht. Beachtlich, wie radikal sich der Pilzbefall ausgebreitet hat. Ich bin sehr beunruhigt. Was soll ich tun? Könnten Sie mit meinem Vater darüber reden? Er weicht mir aus, sobald ich auf dieses Thema komme. Ich werde mit ihm reden, natürlich, Mona. Aber vorher ist noch einiges zu klären. Wenn wir Saatgetreide für das nächste Jahr zukaufen müssten, wäre das der Ruin für die Farm. Das könnten wir uns nicht leisten. Es steckt mehr dahinter, als es den Anschein hat. Holmes bemerkte eine leichte Bewegung im dichten Strauchwerk am Rande des Getreidefeldes, konnte aber nicht erkennen, ob sich ein Tier oder ein Mensch in den Büschen verbarg. Die tiefstehende Sonne blendete ihn. Ich werde nach London fahren und mich im Landwirtschaftsministerium umhören. Wenn der Befall des Feldes natürliche Ursachen hat, muss dieses Problem auch anderswo im Königreich auftreten. Achte auf dich, Mona. Die Sache ist ernst. Wir sehen uns gegen Ende der Woche wieder. Ich fahre am frühen Morgen nach London. Ich passe schon auf mich auf. Und auf meinen Vater. Danke, dass Sie sich der Sache annehmen, Mr. Holmes. Das Wetter war umgeschlagen, als sich Sherlock Holmes früh am nächsten Morgen vom Kutscher des Hotels nach Yepton bringen ließ. Von dort nahm er einen Hansom in das etwa 40 Meilen entfernte Tunbridge Wells. Überzieher und Baskenmütze waren an diesem kühlen, nassen Morgen unerlässlich. Das zum Pferd hin offene Cap bot keinen wirklichen Schutz gegen Zugluft und Feuchtigkeit. Der Detektiv hatte sich entschlossen, nicht den Zug von Brighton nach London Victoria zu nehmen, sondern per Pferdefuhrwerk einen Abstecher nach Tunbridge Wells zu machen, wo er seinen alten Freund und Biografen Dr. Watson aufsuchen wollte. Watson hatte sich mit seiner dritten Frau Elsa im Zentrum des Kurortes in der Nähe der Pentiles niedergelassen. Holmes, das ist eine Überraschung. Warum haben Sie nicht geschrieben? Überraschungen sind meine Spezialität. Sie offenbaren die Wahrheit. Und wie sieht sie aus, die Wahrheit über mich? Mir präsentiert sich ein Bild vollkommener Eintracht. Der Herr des Hauses schlummert nach einem köstlichen Mahl, die Dame des Hauses wohl auch, aber sie ist schneller wieder gesellschaftsfähig. Alle finanziellen Angelegenheiten sind bestens geregelt. Es bietet sich ein untadliches Bild von Wohlstand und Ruhe. Darauf wäre ich auch gekommen, Holmes, ehrlich. Und Sie waren schon immer mein bester Schüler. Einen Sherry? Oh, dem wäre ich nicht abgeneigt. Aber nur, wenn wir Mrs. Watson überreden können, sich uns anzuschließen. Schließlich prosteten sie einander zu. Wie war die Reise? Danke der Nachfrage, ich habe sie überlebt. Was führt Sie in unsere Gegend, Holmes? Ein Fall. Ach, Sie sind wieder aktiv. Ein Hausmädchen aus meinem Hotel wandte sich in einer hochinteressanten Angelegenheit an mich und ich möchte in Whitehall erkunden, was dahinter steckt. Mein Bruder Mycroft wird mir hoffentlich den Weg ebnen. Davon müssen Sie erzählen. Das heißt, ich würde Sie viel lieber begleiten. Ich vermisse unsere Zeit in der Baker Street und etwas Abwechslung tut gut. Wenn wir den Nachmittagszug nehmen, kommen wir gegen 8 Uhr in der Baker Street an. Ich werde Miss Lomax telefonisch verständigen, dass sie die Räumlichkeiten vorbereitet. Und ein Abendessen könnte auch nicht schaden. Helen Lomax bewohnte mit einem Freund das Erdgeschoss des Hauses, das sie von ihrer inzwischen verstorbenen Tante Mrs. Hudson geerbt hatte. Sie haben zugenommen, lieber Holmes. Landluft tut den Menschen gut, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Dabei tätschelte er selbstzufrieden seinen Bauch. Landluft und Eheleben, Watson. Ein weiterer Grund, warum ich Junggeselle geblieben bin. Während Watson am Vormittag einige Einkäufe erledigen wollte, nahm der Detektiv telefonisch Kontakt zu seinem Bruder Mycroft auf, der zwar nicht mehr für die Londoner Regierung tätig war, aber noch wichtige Kontakte zu offiziellen Kreisen aufrechthielt. Sie verabredeten sich auf einen Sherry im Besucherzimmer des Diogenes-Clubs, den Mycroft mitbegründet hatte. Du siehst aus wie immer. Ist das ein Lob oder eine Beleidigung? Du hast größere gesundheitliche Probleme? Und du hast recht, wie immer. Aber noch lebe ich. Mir macht ein Weizenfeld in den Downs Sorgen. Die Getreideähren sind mit einem weißen Pilz überzogen. Vermutlich handelt es sich um keine zufällige Erscheinung. Das Feld wurde mit Absicht verseucht. Ich möchte mich mit jemandem aus Whitehall über die Angelegenheit unterhalten. Mit jemandem, der weiß, ob der Pilz auch in weiteren Teilen des Landes auftritt. Oder auch in anderen Ländern. Es ist wichtig zu erfahren, was sich auf diesem Gebiet national und international abspielt. Ja, der geeignete Mann dafür wäre Lord Grosvenor im Landwirtschaftsministerium.
Er müsste Kenntnis über die Ernteerträge in England und über die Einfuhr von Getreide haben. Ich werde ihn in deinem Namen um einen Termin für ein Gespräch bitten. Mit diesen Worten verließ Mycroft vorübergehend den Raum, um telefonisch Kontakt mit dem Lord aufzunehmen. Holmes nahm ein Taxi nach Whitehall, das 5 Minuten vor dem vereinbarten Termin an dem klassizistischen Gebäudekomplex hielt, in dem das Landwirtschaftsministerium untergebracht war. Mein lieber Holmes, welche Ehre, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Bruder hat so viel von Ihnen erzählt. Auf Holmes' Frage nach Schwierigkeiten in der britischen Landwirtschaft hielt der Lord einen Vortrag über die vielfältigen Probleme, mit denen sich England nach dem Großen Krieg konfrontiert sah. Im Krieg und direkt danach war es einfach, die Menschen von der Bedeutung einer gut funktionierenden Landwirtschaft zu überzeugen. Man hatte erkannt, wie wichtig es war, dass sich das Land effizient selbst versorgen kann. Aber nun sieht die Lage anders aus. Die Liberalen haben keine gute Hand im Umgang mit unseren Bauern. Die Wirtschaft benötigt dringend Arbeitsplätze. Tausende Soldaten drängen zurück auf den Arbeitsmarkt. Aber man lässt für das goldene Kalb, freie Marktwirtschaft, die Landwirtschaft den Bach hinuntergehen. Woher, Lord Grosvenor, beziehen die englischen Farmen das Saatgetreide? Traditionell züchten die Bauern ihr eigenes Getreide. So. Sorten, die sich besonders bewähren, werden untereinander ausgetauscht und für Saatzwecke angebaut und vermehrt. Aber auch hier stehen wir am Anfang einer bedenklichen Entwicklung. Von großen amerikanischen Firmen kommen Züchtungen, die widerstandsfähiger gegen Wind und Regen sind. Neuartige Stickstoffdünger ermöglichen eine unvorstellbare Steigerung des Ertrages. Wir werden abhängig vom Ausland. Es gibt schon Hybridgetreide auf dem Markt, das nur einmal ausgesät und geerntet werden kann. Die Körner sind für die weitere Aussaat nicht geeignet, da sie unfruchtbar sind. Man muss immer wieder Saatgut zukaufen. Das habe ich befürchtet. Man kann sich ausmalen, was es bedeutet, wenn ein Land in seiner Nahrungsmittelversorgung abhängig wird. Wenn die Leute hungern, kann der, der ihnen Brot verschafft, das Land auch politisch beherrschen. So ist es. Aber die Gefahr, dass es dazu kommt, ist nicht sehr groß. Davon bin ich nicht überzeugt. Wenig später verabschiedete sich Sherlock Holmes. Als Holmes zum Lunch zurück in die Baker Street kam, überreichte ihm Miss Lomax ein Telegramm, das ein Bote vor einer halben Stunde abgegeben hatte. Es stammte von Mrs. Bromham vom Fairmount Hotel. Rückkehr dringend erbeten. Mona verschwunden. Mrs. Bromham lief Holmes aufgeregt entgegen. Mona ist gestern und heute nicht zur Arbeit erschienen. Ich habe meinen Mann zur Farm geschickt, aber dort ist alles verlassen. Die Türen und Fenster sind verschlossen. Die Hühner laufen im Freien herum. Auch Mr. Hatfield ist verschwunden. Gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Wir machen uns schreckliche Sorgen. Die Sorgen sind berechtigt. Ich werde mich sofort selbst zur Farm begeben. Sherlock Holmes marschierte den Pfad entlang zur Farm, auf dem er erst vor 2 Tagen Mona begleitet hatte. Wie Holmes erwartet hatte, war der Weizen mit den silbernen Ähren verschwunden. Man hatte das Getreide abgeschnitten und den Acker umgepflügt. Es war klar, dass die Leute, die das Feld verseucht hatten, einiges zu verbergen hatten. Der Detektiv musste Mona unverzüglich finden, ansonsten war es zu spät. Die Farm fand er verlassen vor. Aus dem Umstand, dass die Gebäude versperrt und die Hühner freigelassen worden waren, schloss er, dass der Farmer selbst oder jemand anderer mit bäuerlichem Wissen tätig gewesen war. Als der Detektiv sein Apartment aufsuchen wollte, sah er einen Bediensteten von Mr. Radcliffe Bilder nach unten transportieren. Offenbar interessierte sich der wohlhabende Amerikaner für Sickerts Kunst. Moment, warten Sie einen Moment. Er hatte auf einem der lebensgroßen Bilder etwas entdeckt, das ihn interessierte. Der Mann blieb stehen und ließ Holmes das Motiv betrachten. Das Bild war in dunklen, braunen Farbtönen gehalten und zeigte den Akt einer jungen Frau, die auf einer Couch lag. Zu ihrer Rechten, an der halb geöffneten Wohnungstür, stand drohend ein Mann, bei dem es sich offenbar um den Maler selbst handelte. Das Beunruhigende für Holmes war die Tatsache, dass das Gesicht des Mädchens dem von Mona Hatfield ähnelte und nicht klar ersichtlich war, ob sie schlief oder tot war. Auf ihrem nackten Hals lag entweder eine rostfarbene Kette oder der Maler wollte eine tiefe Schnittwunde darstellen. Es war auch möglich, überlegte der Detektiv, dass Sickert bewusst beide Möglichkeiten offen gelassen hatte. Mr. Holmes?
Jemand will Sie sprechen. An der Rezeption stand ein tadellos gekleideter junger Mann, der sich als Luke Marker vorstellte. Was führt Sie zu mir, Mr. Marker? Ich brauche Ihren Rat als Detektiv. Mona hat mir von Ihnen erzählt. Mona Hatfield? Wir sind verlobt. Wir waren gestern verabredet, aber ich traf Sie nicht an. Die Farm ist abgeschlossen, da fragte ich im Hotel nach und erfuhr, dass sie auch hier nicht erschienen war. Ich mache mir große Sorgen um Sie und um Ihren Vater, der auch nicht auf der Farm ist. Haben Sie die Polizei verständigt? Noch nicht. Ich wollte zuerst mit Ihnen reden. Mona hat mir erzählt, dass Sie ein berühmter Detektiv sind. Auch der berühmte Pensionist hat noch keine Spur von Mona und ihrem Vater entdeckt. Ich denke, wir sollten sie als vermisst melden. Holmes fragte den Gatten der Hotelbesitzerin, der dem Gespräch der beiden Männer mit Interesse gefolgt war, ob er zur Polizeistation in Yepton mitkommen wolle. Mr. Bromham bat jedoch Holmes, die Sache für ihn zu erledigen. Wir haben seit Monas Verschwinden alle Hände voll zu tun. Aha. Marker war mit dem Automobil gekommen, einem für die Straßenverhältnisse in Sussex gefährlich fragil wirkenden Aero Morgan auf drei Rädern. Als Holmes Mr. Oliver, den Kutscher des Hotels, rufen ließ, lud ihn Mr. Marker ein, mit ihm nach Yepton zu fahren. Holmes nahm das Angebot zögernd an. Der Wagen gefiel ihm ganz und gar nicht, aber er wollte die Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch mit Luke nutzen. Glücklicherweise hatte es zu regnen aufgehört, das Automobil hatte nämlich kein Dach. Sie sind Handelsvertreter einer Mühle. Worin besteht Ihre Arbeit konkret? Wir kaufen Getreide von den Bauern und veräußern das Mehl. Handeln Sie auch mit Saatgut? Das ist eine Entwicklung, die sich erst für die Zukunft abzeichnet. Aus den USA kommen wunderbare Züchtungen, die hohe Erträge versprechen. Die Farmer sind aber zu konservativ, sich darauf einzulassen. Außerdem sind zumindest anfänglich höhere Investitionen notwendig, für die unsere Bauern kein Geld haben. Das heißt, dass der Handel damit erst anläuft? Hoffentlich. Und hoffentlich schnappt uns nicht eine der ausländischen Firmen, die auf unseren Markt drängen, das große Geschäft weg. Die besitzen nämlich die finanziellen Möglichkeiten, den Kauf des Saatgutes mit Krediten vorzufinanzieren und so die Landwirte von ihnen abhängig zu machen. Wir haben auf diese Weise schon einige Kunden verloren. Die Methoden dieser Firmen sind skrupelloser, als wir uns das vorgestellt haben. Der Weg, den Luke Marker mit seinem Aero Morgan nahm, führte an dem Ort Lamberley und dem Anwesen der Fergusons vorbei. Teils aus Interesse, aber auch wegen des dringenden Wunsches, das unbequeme Fahrzeug wenigstens für einige Zeit verlassen zu können, bat Holmes den jungen Mann, einen Abstecher zu dem Landhaus zu machen. Auf dem Weg dorthin erzählte er dem Handelsvertreter die Geschichte von Mrs. Ferguson, die aufgrund einer Intrige, welche der eifersüchtige Stiefsohn eingefädelt hatte, zu Unrecht des Vampirismus verdächtigt wurde. Der Wagen bewältigte zu Holmes' Überraschung den langen, gewundenen Weg ohne Schwierigkeiten und nach einer halben Stunde erreichten sie das weitläufige Gebäude, dessen Mitteltrakt im Tudor-Stil gehalten war, während es sich bei den Seitenflügeln ganz offenkundig um spätere Anbauten handelte. Das Haus wirkte verlassen, die Fenster waren verschmutzt und nicht geöffnet. Weißer Rauch aus einem der hochaufragenden Schornsteine zeigte jedoch, dass sich jemand im Schloss aufhielt. Der Detektiv betätigte den metallenen Griff des Klingelzuges und tatsächlich näherten sich schlurfende Geräusche. Mr. Holmes, was für eine Überraschung. Kennen wir uns? Nicht persönlich. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Francis Selmon. Ich hüte das Haus, seitdem die Herrschaften... Jedenfalls wurde oft von Ihnen gesprochen. Und von Dr. Watson. Ich nehme an, dass es sich bei Ihrem Begleiter nicht um ihn handelt. An Ihnen, Mr. Selmon, ist ein Meisterdetektiv verloren gegangen. Wir fuhren gerade durch Lamberley und da dachte ich... Es ist wunderbar, dass Sie sich Zeit nehmen. Man ist sehr einsam hier. Was ist aus den Fergusons geworden? Sie scheinen das Haus verlassen zu haben. Sie sind verstorben. Alle außer dem jungen Herrn. Der ist nach London gegangen und hat mich beauftragt, das Haus in Ordnung zu halten. So, so. Alle verstorben. Auch der kleine Junge. Nein, der Junge lebt, wie gesagt, in London. Ich dachte nicht an Jack Ferguson, sondern an seinen kleinen Stiefbruder, auf den Jackie so eifersüchtig war. Ja, das kleine Kind starb an einer schweren Lungenentzündung. Und im Abstand von einem Jahr folgten ihm die untröstliche Mutter und Mr. Ferguson. Kein Wunder, dass der junge Herr nicht in diesem Haus des Todes wohnen will. Das kann ich mir denken. Wie hat sich der junge Herr entwickelt?
Der alte Mann führte Holmes und Marker in die Halle des Landhauses und zeigte ihnen ein lebensgroßes Ölgemälde, das in dunklen, erdigen Farben gehalten war. Es stellte einen Mann von etwa 30 Jahren dar, in dessen Gesicht Holmes den Knaben von damals wiedererkennen konnte. Das Bild schmeichelt ihm etwas. Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben. Holmes äußerte sich nicht weiter und verabschiedete sich von dem alten Mann. Dann ging die Fahrt in dem unbequemen Fahrzeug weiter und Holmes war mehr als erleichtert, als sie endlich vor dem Police Office in Yepton anhielten und er dieses merkwürdige Gefährt endgültig verlassen konnte. Als Constable Jenkins, der die Vermisstenanzeige aufnahm, den Wunsch äußerte, sich an Ort und Stelle einen Eindruck zu verschaffen, bat Holmes, ihn mitfahren zu dürfen. Man könne es Mr. Marker nicht zumuten, zweimal denselben Weg zu nehmen. Der Polizist willigte ohne zu zögern ein. Er hatte schon oft von diesem berühmten Londoner Detektiv gehört, der sich in diese Gegend zurückgezogen hatte und war begierig, ihn näher kennenzulernen. Der Polizeiwagen war geräumiger und hatte ein Dach. Man ist ja schon für Kleinigkeiten dankbar, dachte Holmes, bereute aber sofort, keinen Hansom genommen zu haben, denn der Constable redete ohne Unterlass. An einem Punkt des Vortrags wurde Holmes jedoch aufmerksam. Der Constable sprach über vermisste Frauen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Constable Jenkins, sind in den letzten Jahren 5 Frauen verschwunden. Ja, Mr. Holmes. 2 davon wurden tot aufgefunden. Wie sind diese Frauen umgekommen? Sie wurden erstochen. Wie bei den Ripper-Morden in London. Und die anderen 3? Von denen fehlt nach wie vor jede Spur. Sherlock Holmes schwieg und überlegte. Schließlich lenkte er die Aufmerksamkeit des Landpolizisten auf ein anderes Thema. Ein Teil des Grundstücks von Mr. Hatfield wird Devil's Dyke genannt. Welchen Ursprung hat diese Bezeichnung? Dyke heißt Graben. Ja. Einen solchen schuf der Teufel von Poynings aus. Von dort wollte er sich durch die Hügel der South Downs bis zum Meer graben. Er hatte die Absicht, die vielen Christen zu vernichten, die in jedem Dorf in Sussex eine Kirche errichteten. Er hob diesen Graben aus, der bis zum Meer reichen sollte, um die Christen ersaufen zu lassen. Aber dann kam ihm jemand in die Quere. Eine alte, sehr religiöse Frau, die schlecht schlief und die Grabegeräusche hörte. Sie ahnte, was vor sich ging, und stellte eine Kerze auf ein Fensterbrett. Vor diese schob sie ein Tesi, um den Teufel glauben zu lassen, die Sonne gehe auf. Dann weckte die Alte ihren Hahn, der überrascht zu krähen begann. Der Teufel floh in Panik dorthin, wo er hingehörte, nämlich auf den Kontinent. Ein Erdklumpen, der von seinem Huf fiel, bildet seither die Isle of Wight. Als der Constable noch den Devil's Punch Bowl in Surrey erwähnte, unterbrach ihn Holmes. Wenn Sie zu der Farm der Hatfields fahren, würde ich gerne einen Blick in das Innere des Wohnhauses werfen. Ich bin froh, dass Sie mitkommen. Es könnte ja sein, dass mir ein wichtiges Detail entgeht. Dann setzte der Polizist seine Erzählung fort, sodass Holmes am Ende der Fahrt eine umfassende Übersicht über das Wirken des Teufels in Sussex hatte. Umständlich öffnete Jenkins die Tür zum Wohnhaus der Hatfields, die Sherlock Holmes nach seinem Eindringen wieder verriegelt hatte. Er öffnete den schweren Eichenschrank und stöberte in den Papieren. Interessant, murmelte der Detektiv und verstaute einige Schriftstücke in den tiefen Taschen seines Tweed-Paletots. Unbeobachtet von Constable Jenkins, der im Wohnraum und in den Schlafzimmern nach Spuren von Mona und ihrem Vater suchte. Wenn Sie soweit sind, Mr. Holmes, würde ich gern zum Hotel fahren. Sie kennen ja den Weg dorthin. Vor dem Fairmount Hotel trafen sie auf Mr. Holding, der soeben einen Spaziergang machen wollte. Holmes verabschiedete sich eilig von Constable Jenkins und schloss sich dem Journalisten an. Eine beunruhigende Sache, das Verschwinden des Mädchens. Meine Frau konnte nicht schlafen, so sehr geht ihr die Angelegenheit durch den Kopf. Übrigens, was wissen Sie über das Verschwinden von Frauen in dieser Gegend? Das sind Sagen und Märchen. Überall auf der Welt verschwinden Menschen, laufen Frauen ihren Männern davon und umgekehrt. Auch in Sussex ist das nicht anders. Glauben Sie einem erfahrenen Journalisten, da ist nichts dahinter. Und doch ist Mona Hatfield verschwunden. Und jetzt auch noch ihr Vater und die silbernen Weizenähren. Silberne Weizenähren? Das klingt ja wie der Titel eines der Bücher, die Watson über sie geschrieben hat. Ja, das könnte eines seiner besten Werke werden. Man müsste sich über die Gegend einen Überblick verschaffen, um herauszufinden, ob es auch andere Felder gibt, die mit Fusarium oxysporum verseucht sind. Nichts leichter als das. Mieten Sie ein Flugzeug, Holmes. Ich habe einen Bekannten, der... Nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu diesem Mann auf Holding. Die Sache erlaubt keinen Aufschub. Der Journalist schickte sofort den Hotelkutscher Oliver nach Yepton, um ein Telefongespräch für ihn zu erledigen.
Das Hotel verfügte noch nicht über den Komfort eines Telefonanschlusses. 2 Stunden später war der Mann mit einer Nachricht von Holdings Bekanntem, einem Edward Wales, zurück im Hotel. Dieser besaß ein Short Biplane No. 2, das bereits in den frühen Tagen des Weltkrieges im Einsatz gewesen war. Holmes, der nicht wusste, was ihn erwartete, sagte zu, mitzufliegen, und auch der Journalist wollte unbedingt dabei sein. Das Flugfeld von Chichester, das die beiden Männer am Vormittag des nächsten Tages erreichten, war nicht mehr als eine kurz gemähte größere Wiese. Und als sie das sogenannte Flugzeug sahen, kamen ihnen Zweifel, ob sie es wirklich besteigen sollten. Was Moriarty nie geschafft hat, würde diesem Flugzeug gelingen. Sie zu beseitigen? Ich werde keinen Schritt in die Nähe dieser Heuschrecke setzen. Das Flugzeug hat nicht einmal eine geschlossene Kanzel. Man muss sich in einer Art Gurt, einem Ledergeschirr, verankern. Ich nicht. Dem jungen Piloten, der stolz auf seinen Bristol Boxkite verwies, erklärte Holmes, worauf er bei seinem Flug achten sollte. Getreidefelder, die in ihrer Farbe vom üblichen abweichen. Silbern glänzende Felder. Und viel Glück. Ich hoffe, wir sehen Sie lebend wieder. Keine Bange, Mr. Holmes. Das Flugzeug und ich sind eine Einheit. Holmes und der Journalist machten es sich im Schuppen des Flugfeldes bequem und beobachteten bei Tee- und Gurken-Sandwiches den wackeligen Start des Boxkites. Holmes konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass er den Piloten schon einmal irgendwo gesehen hatte. Er kam ihm bekannt vor, aber Holmes wusste ihn im Augenblick nicht einzuordnen. Als der Pilot durchgefroren, aber wohlbehalten gegen 5 Uhr nachmittags zurückkehrte, hatten die beiden Männer schon einige Gläser Sherry verkostet, die ihnen Mrs. Valentine, die Pächterin des Buffets, servierte. Der Pilot legte eine Karte von Sussex auf den Tisch und machte mit einem Stift mehrere Kreise. Ich habe 3 verdächtige Felder entdeckt, die dem entsprechen, was Mr. Holmes beschrieben hat. Sie sind sicher, dass diese Felder von einer Pilzkrankheit befallen sind? Zu 90%. Ich konnte mir im Tiefflug einen Eindruck verschaffen, aber kein Getreide pflücken. Da hätten Sie mich begleiten müssen. Ich danke Ihnen dennoch für Ihre Bemühungen. Ab dann wurde Sherlock Holmes aktiv wie in jungen Jahren. Bis spät in die Nacht war er mit Oliver unterwegs. Als sie schließlich nach Mitternacht ins Hotel zurückkamen, lagen tiefe Schatten unter Holmes' Augen. Seine Lippen aber umspielte ein zufriedenes Lächeln. Edward Wales, der Pilot, schien unter großem Druck zu stehen. Ungeduldig war er Holmes und Holding, die sich auf ihrer Vormittagswanderung befanden, auf halbem Weg entgegengeeilt. Sobald er sie in der Ferne ausnehmen konnte, gab er schon mit den Händen Zeichen. Seine Raulederschuhe waren vom Morgentau durchnässt. Auf seiner linken Handfläche hatte eine Brombeerranke eine blutige Spur gezogen und der perfekt gezogene Haarscheitel war durch den Seewind in Unordnung gebracht worden. Ich dachte, Sie müssen unbedingt davon wissen, meine Herren. Als ich gestern noch einmal das Gebiet überflog, in dem die befallenen Felder liegen, machte ich eine Entdeckung, die ich mir nicht erklären kann. Im Getreide befinden sich plötzlich geometrische Muster. Das Ganze wirkt beängstigend. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig es mir ist, dass Sie darüber berichten. Darf ich Sie auf eine Tasse Tee ins Hotel einladen? Whisky wäre mir ehrlich gesagt lieber. In der Veranda des Fairmount schien wärmend die Sonne. Das Meer leuchtete so hell, dass es blendete. Bei einem doppelten Whisky fand der Pilot allmählich seine Fassung wieder. Holding und Holmes genehmigten sich einen Brandy. Ich schlage vor, Mr. Wales, Sie begleiten Mr. Holmes und mich zu diesen Feldern. Was Sie beschreiben, ist mehr als interessant. Ich werde Fotos machen und einen Artikel darüber schreiben. Das ist ein Thema, das sich nicht nur an die lokale Presse verkaufen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass sogar die Times etwas darüber bringt. Ganz Ihrer Meinung, Mr. Holding. Dann nichts wie los. Zu seiner Erleichterung sah Holmes wenige Minuten später, dass Wales ein elegantes Auto besaß. Einen schwarzen Crossley 2530. Der geübte Pilot steuerte auch dieses Fahrzeug sicher ans Ziel. Zum nächstgelegenen der mit dem silbernen Pilz verseuchten Getreidefelder, die er vom Flugzeug aus entdeckt hatte. Schon von Ferne war ein großer Kreis im verfärbten Getreide zu erkennen. Der Journalist bat ihn anzuhalten. Er wollte ein Foto machen. Während Anthony J. Holding die Kamera auf dem Holzstativ befestigte und eine Trockenplatte in das Holzgehäuse des Apparates schob, betrachtete Holmes konzentriertes Feld. Das Getreide weist dieselbe Verfärbung auf wie das im Devil's Dyke. Ich werde zur Sicherheit eine Probe nehmen. Und was sagen Sie zu dem Kreis im Feld?
zu den Kreisen. Es sind zwei, wenn Sie genau hinsehen. Ein äußerer mit niedergedrückten Pflanzen und ein innerer von etwa demselben Durchmesser. Ja, aber... Wir müssen näher an das Feld heran. Ich muss die Pflanzen untersuchen. Zu Fuß näherten sich die Männer den geheimnisvollen Kreisen im Getreide. Aha. Wie ich es mir vorgestellt habe. Das Korn liegt auf dem Ackerboden, ist aber noch mit den Wurzeln verbunden und kann weiter wachsen. Die Kreise sind äußerst präzise gezogen, wie mit einem Zirkel. Ich glaube nicht, dass dies auf menschliches Wirken zurückgeht. Der Mai ist der Monat der Hexen und Teufel. Sie meinen das nicht ernst, Sie Zyniker. Ich sage nicht, dass diese Kreise auf Hexen und Teufel zurückzuführen sind. Ich weise nur auf den Volksglauben unseres Landes hin. In der Walpurgisnacht, der Nacht zum 1. Mai, fliegen Hexen und ihre Meister durch die Lüfte. Möglicherweise hat der Pilzbefall der Ähren mit den Kreisen im Getreide zu tun. Ich denke, dass Fachleute dieses rätselhafte Geschehen untersuchen werden, sobald die Presse darüber berichtet. Es wäre tatsächlich möglich, dass ein Phänomen ähnlich den Hexenkreisen bei Waldpilzen dahinter steckt. Also doch Hexen. Aber warum sind Sie so vorsichtig, Holmes? Ich kenne Sie nicht wieder. Sie selbst sind Chemiker und Naturwissenschaftler. Nur ein unbedeutender Laie. Es ist wichtig, dass offizielle Wissenschaftler die Pilzverseuchung und die merkwürdigen Kreise untersuchen. Nur dadurch, dass die Sache öffentlich wird, kann die mögliche Gefahr für das Königreich aufgezeigt und letzten Endes abgewendet werden. Das wird immer mysteriöser. Ein Fressen für die Journalistenkollegen. Edward Wales brachte sie zu zwei weiteren Getreidefeldern, die ähnliche Kreise aufwiesen. Der Journalist machte Fotos und Holmes sammelte vom Pilz befallenes Getreide. Bei Dunkelheit kehrten sie zum Hotel zurück. Zu Mittag saß wieder Radcliffe auf der Veranda und Holmes fragte ihn, ob er ihn auf ein Glas Brandy oder Whisky einladen dürfe. Ein Glas Sherry wäre angenehm. Holmes wollte sondieren, was der Amerikaner von sich aus zu erzählen bereit war. Also sprach er über das Wetter und den Vormittagsspaziergang. Etwas gelangweilt hörte ihm Mr. Radcliffe eine Weile zu. Dann fragte er, Sie sind doch der berühmte Detektiv aus London. Was hat Sie in diesen abgelegenen Teil Englands gebracht? Ich sah diese Bucht und das Hotel zum ersten Mal, als wir, das heißt Dr. Watson und ich, in einer beruflichen Angelegenheit in Sussex unterwegs waren und hier ein erstklassiges Mahl einnahmen. Da stieg der Wunsch in mir auf, im Alter die Großstadt zu verlassen und die Ruhe dieser Gegend zu genießen. Aber was ist der Grund dafür, dass Sie mit Ihrer Yacht nicht nach Griechenland, nicht an die Riviera segeln, sondern in unserer Gegend ankern? Geschäfte, Mr. Holmes. Wir machen Geschäfte mit London und suchen zugleich die Geborgenheit des Landes. Mehr war aus dem so kontrolliert und diszipliniert wirkenden Mann, der wirklich einem Schauspieler glich, der perfekt seine Rolle spielte, nicht herauszuholen. Er war auch nicht zu überreden, ein weiteres Glas Sherry zu trinken. Holmes lächelte zufrieden, aß seine Würstchen mit gegrillten Tomaten und trank Tee dazu. Erst die Bromhams, die ihn nach Mona Hatfield fragten, von der man seit ihrem Verschwinden nichts mehr gehört und gesehen hatte, holten ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Er begab sich zu Walter Sickert, der an seiner Staffelei stand. Das Fenster seines Arbeitszimmers, das einen Blick auf das Meer ermöglicht hätte, war mit durchscheinendem Papier verklebt. Der Maler wollte offenbar nicht abgelenkt werden. An den Wänden hingen und lehnten Bleistift- und Kohleskizzen, Fotografien von Menschen und Räumen. Holmes betrachtete die Bilder eingehend, konnte aber keine Ähnlichkeiten mit ihm bekannten Menschen und Plätzen erkennen. Ich brauche wieder ein Modell, ein menschliches Modell. Der Mangel an geeignetem Material ist der Nachteil dieser Gegend, so herrlich die Natur ist. Ihr letztes Modell war Mona Hatfield. Ich habe sie immer wieder für eine halbe Stunde gebeten, Modell zu sitzen oder zu liegen. Mehr war nicht möglich, sie war zu beschäftigt. Das hätten die Bromhams nicht gestattet. Aber sie hatte mir versprochen, ein- bis zweimal in der Woche, am Nachmittag, nach Ende ihrer Arbeit zu bleiben. Und jetzt ist sie verschwunden. Ich sah flüchtig ein Bild, auf dem Mona Hatfield abgebildet war. Sie machte einen, wie soll ich sagen, leblosen Eindruck auf mich. Nicht zu Unrecht, Mr. Holmes. Sie müssen verstehen, Mona erinnert mich an jemanden, den ich früher, sehr viel früher, porträtierte. Eine Frau, die ermordet worden ist. Und ich versetzte mich ganz in die Stimmung von damals, als ich sie malte. Erzählen Sie mir davon. Dann nehmen Sie bitte Platz. Das dauert etwas länger. Meine Erinnerung führt mich zurück in das Jahr 1888. Ich war ein junger Maler, 33 Jahre alt. Ich arbeitete als Zeichner für das Illustrated Paper, eine Sensationszeitung, die es glücklicherweise nicht mehr gibt.
Aber sie zahlten gut, damals. Es war an einem Montag im April 1888, als ich von der Redaktion erfuhr, dass im Londoner Krankenhaus eine Prostituierte an den Folgen eines Überfalls verstorben war. Aha. Jemand hatte ihr mit solcher Gewalt einen Gegenstand in den Unterleib gestoßen, dass er abbrach und die Frau so schwer verletzte, dass sie am nächsten Tag starb. Ihr Name war Emma Smith, eine geschiedene Frau, die aus Armut zur Prostituierten geworden ist. Sie war trotz ihres Lebenswandels, den sie nur mit viel Alkohol ertragen konnte, eine relativ schöne Frau geblieben. Gegen reichliche Bezahlung konnte ich im Krankenhaus Skizzen der Frau machen, die noch in derselben Woche im Illustrated Paper veröffentlicht wurden. Na ja. Im August desselben Jahres fand man die übel zugerichtete Leiche von Mary Nichols in der Bucks Row. Dieser Frau hatte man den Hals von einem Ohr zum anderen durchtrennt und ihr eine Wunde im Unterleib zugefügt. Aha. Auch in diesem Fall fertigte ich Skizzen für die Zeitung an. Seitdem sind die beiden Frauen in meiner Erinnerung zu einer einzigen verschmolzen. Und eine der Frauen hatte Ähnlichkeit mit Mona Hatfield? Ja, die erste. Haben Sie auch die späteren Opfer von Jack the Ripper gesehen? Nein, nur in Zeitungen, die Illustrationen anderer Zeichner. Ich wollte das nicht mehr machen und habe gekündigt. Und trotzdem werde ich die Erinnerung an damals nicht los. Und Sie machen wieder Geschäfte damit? Ohne Absicht. Das hat sich so ergeben. Wenn Miss Mona durch Sie zu Schaden kommt, werden Sie keine ruhige Minute mehr haben, Sickert. Das verspreche ich Ihnen. Es war viel geschehen in diesen Mai-Tagen und es war Zeit für Sherlock Holmes, die Ereignisse zu überdenken. Holmes, der sich in jüngeren Jahren nie für Natur und Landschaft interessiert, aber immer schon das Meer gemocht hatte, fand die nötige innere Ruhe auf langen Spaziergängen die Klippen entlang. Er schätzte die wilde Unberechenbarkeit der Natur, den frischen, jodhaltigen Geruch der Luft, das ständige Geräusch der Brandung. Die Möwen waren an diesem Nachmittag besonders laut und unruhig, fand Holmes, und er ging auf die Stelle zu, die sie kreischend umkreisten. Am Fuße der Klippen, vom Salzwasser des Meeres umspült, lag ein dunkler Gegenstand. Beim Näherkommen bemerkte Holmes, dass es ein eher kleinwüchsiger Mensch in bäuerlicher Kleidung war, der auf dem Bauch lag. Holmes drehte den leblosen Körper mit dem rechten Bein so weit um, dass er das Gesicht erkennen konnte. Das salzhaltige Wasser hatte die Gesichtszüge des Mannes konserviert. Die Augen allerdings starrten weiß und tot ins Leere. Holmes war klar, wer der Mann mit dem vollen, dunklen Haar war. Bei dem Toten handelte es sich ohne Zweifel um Monas Vater. Er drehte und untersuchte den Körper so lange, bis für ihn feststand, dass der Farmer durch Genickbruch ums Leben gekommen war. Der Detektiv eilte auf direktem Weg zurück zum Hotel und beauftragte den Kutscher, die Polizei zu verständigen. Als Constable Jenkins nach den Untersuchungen am Abend zurück zur Polizeistation fuhr, begleitete Holmes ihn. Er wollte Näheres über die Hatfields und ihre Farm erfahren und erhoffte sich Auskunft in den Unterlagen des Gemeindeamtes. Philip Morriston, der Gemeindesekretär, war gerade beim Abendessen, als Holmes an seiner Tür klopfte. Nach Kaffee und Brandy begaben sich die beiden Männer in das Gemeindehaus, wo der Sekretär in den Unterlagen nach Informationen zu Donald Hatfield und seiner Farm suchte. Hatfield übernahm die Farm 1889 von seinem Onkel Rupert Hatfield, der als Kutscher in London gearbeitet und die Farm völlig vernachlässigt hatte. Was war der Grund für die Übernahme? Diese Eintragung weist darauf hin, dass er verschwunden ist. Von Lieferanten als vermisst gemeldet wurde. Weitere Eintragungen Rupert Hatfield betreffend sind damals nicht gemacht worden. Und jetzt ist auch noch die Tochter verschwunden. Und er selbst. Er ist wieder aufgetaucht. Was für eine Katastrophe. Der Verstorbene war so ein tüchtiger Mann. Er brachte die herabgewirtschaftete Farm in Schuss. Auf dem verwilderten Land baute er Getreide an. Auf den weniger günstig gelegenen Feldern ließ er Schafe grasen. Und es gelang ihm, seine Tochter ohne die Hilfe einer Frau großzuziehen und einen Arbeitsplatz für sie zu finden. Die Farm gehört jetzt der Tochter. In den Akten wird nichts von Verwandten oder anderen erbberechtigten Personen erwähnt. Aber solange Mona Hatfield nicht lebend oder tot aufgefunden wird, kann in dieser Erbschaftssache nichts unternommen werden. Und ich hoffe, dass das Mädchen unversehrt zurückkehrt. Holmes bedankte sich bei Morriston und dessen Frau und begab sich zum White Hart, dem Pub des Ortes, wo er übernachten wollte. Eine Rückfahrt zum Fairmount Hotel bei Dunkelheit wollte er sich nicht aufbürden. Das Zimmer im ersten Stock wirkte durch das kleine Fenster dunkel, war aber gemütlich.
Vom Pub in Parterre drangen gedämpfte Stimmen nach oben und Holmes beschloss, in Gesellschaft der Dorfbewohner ein Bier zu trinken. Dichter Zigarettenqualm hing über der niedrigen Stube mit den dunklen Holzbalken. Holmes zog sich mit seinem Bitter an einen der großen Tische zurück, wo ihm einige der Dorfbewohner höflich Platz machten und ihm zuprosteten. Die Gespräche über den Verlauf des Tages, das entspannte Gelächter, verebbten. Ein dunkelhäutiger Mann mit einem weißen Turban auf dem fast schwarzen Haar setzte sich auf einen Stuhl in der Mitte des Gastraumes. Auf einen zweiten Sessel stellte der Mann einen goldenen Kasten, etwa einen Meter lang und einen halben Meter breit. Der Deckel war mit zwei geheimnisvollen geflügelten Wesen geschmückt. Jetzt erst bemerkte Holmes die Anwesenheit von Dr. Simon Doncaster, der bei Krankheitsfällen auch ins Fairmont Hotel gerufen wurde. Ein extrem nervöser, schlanker Mann. Mitte 40, mit vollem dunklem Haar und einer fast gelben Haut. Er wirkte selbst alles andere als gesund. Holmes führte mit Kennerblick den fragilen Zustand des Arztes auf den Genuss gefährlicher Substanzen zurück. Zudem weckte die Tatsache, dass der Doktor in den Zaubertrick mit dem Geldschein, den der burmesische Magier vorführte, eingeweiht war, das Misstrauen des Detektivs. Sherlock Holmes blickte dem Zauberer lange und tief in die dunklen Augen. Spielkartentricks beendeten die Vorführung des Wandermagiers. Dann ließ er den Hut kreisen und jeder außer Holmes warf einige Münzen hinein. 10 Minuten später hatte sich die Gaststube geleert und Holmes begab sich zurück auf sein Zimmer. Er musste schon geschlafen haben, als ihn das Gefühl weckte, dass er nicht allein im Zimmer war. Vorsichtig bewegte er seine rechte Hand zur Pistole, die er zwischen Matratze und hölzernes Bettgestell gesteckt hatte, und sprang mit erhobener Waffe aus dem Bett. Wollen reden mit Mann. An der halb geöffneten Tür stand der Zauberer aus der Gaststube, der ihn in gebrochenem Englisch bat, ruhig zu bleiben. Und dazu dringen Sie wie ein Dieb in mein Zimmer ein? Wollen fragen, ob etwas brauchen. Was bieten Sie? Aus einer Falte seines Umhangs zog der Burmese ein Säckchen und schüttete etwas weißes Pulver auf den glatt polierten Schreibtisch am Fenster. Dann reichte er Holmes einen hohlen Getreidehalm. Dieser sog damit das Pulver in die Nase. Die Wirkung setzte sofort ein. Es war unverschnittenes Heroin. Vielen Dank, Mister. Mein Name sei Upiu. Ich habe derzeit keinen Bedarf. Aber Spender seien willkommen. Holmes reichte dem Mann eine 10-Pfund-Note. Allen Dank der Welt, Meister. Mit diesen Worten ließ der Zauberer eine schwarze Visitenkarte mit goldenem Aufdruck in die Hand des Detektivs geleiten. Sie enthielt eine Postadresse im Londoner East End. Meister müssen nur rufen, wenn mich brauchen. Sie haben einen sehr interessanten Zauberkasten, Upiu. Meine Lade von Urgroßvater in Mendeley. Ich werde darauf zurückkommen. Der nächste Tag begann stürmisch. Der Wind trieb immer mehr Regenwolken vom Meer über das Land. Als Holmes beim Hotel anlangte, sah er, dass sich in der Bucht etwas verändert hatte. Radcliffes Schiffe waren verschwunden. Nach dem Lunch begab sich Holmes zum Postamt in Yepton, von wo aus er mit Scotland Yard telefonierte. Er bat Inspektor Lestrade zu überprüfen, wo in den Londoner Docks eine Yacht angelegt hatte, die einem Simon Radcliffe aus Boston gehörte. Die Überprüfung wird in etwa einer Stunde abgeschlossen sein. Wo kann ich Sie erreichen, Holmes? Ich rufe Sie nochmals um 4 Uhr an. Ich bleibe so lange in Yapton. Holmes genehmigte sich im White Hart ein Bier und las die Tageszeitungen. Dann nickte er ein wenig ein. Gegen 4 ging er wieder zum Postamt. Die Yacht liegt heute in den London Docks bei Wapping. Das hat die Hafenbehörde ermittelt. Sollen wir irgendwas unternehmen? Die Yacht hat vermutlich Fässer mit gefährlichem biologischem Material an Bord. Es wäre wichtig zu verhindern, dass sie die Hafenanlage verlässt. Und es besteht der Verdacht, dass auf einem der Schiffe eine junge Frau entführt wurde. Dann betonte Holmes eindringlich, dass mit Zurückhaltung und Sorgfalt vorzugehen sei, um weiteres Unheil zu vermeiden. Stundenlang extemporierte Sherlock Holmes düstere Weisen auf seiner Stradivari. Dann wieder eilte er ziellos durch die Straßen von London. Auf einer seiner Wanderungen durch die Stadt stachen ihm die Schlagzeilen der Abendzeitung ins Auge, die von einem Mord an einer Frau berichteten. M for Murder stand auf dem Titelblatt des Evening Standard.
Im dazugehörigen Artikel las Holmes, dass man eine übel zugerichtete Frauenleiche gefunden hatte. Und zwar in demselben Hauseingang an der Goulston Street, in dem vor 30 Jahren die blutgetränkte Schürze eines der Opfer von Jack the Ripper gefunden worden war und wo jemand mit Kreide jene mysteriöse Nachricht an die Wand geschrieben hatte: Die Jews sind nicht die Männer, denen man die Schuld nicht anlasten kann, über die noch immer gerätselt wurde. Der Täter hatte, wieder mit Kreide, die gleiche Botschaft an die Wand gemalt und mit M unterzeichnet. Holmes überflog den Artikel in der Abendzeitung und war alarmiert. Die Beschreibung der ermordeten Frau, ihr Alter und die Kleidung, die sie trug, hätten auch auf Mona Hatfield zutreffen können. Von einem Postamt rief Holmes Inspektor Lestrade an. Der bat ihn, in den Yard zu kommen und bei der Identifizierung der Frau zu helfen. Wie geht es Ihnen, Inspektor? Sie schauen gut aus. Wenn man bedenkt, mit welch grauenhaften Dingen wir jeden Tag konfrontiert sind, wundert es mich selbst, wie gut es mir geht. Das Landleben scheint Ihnen auch gut zu tun. Sie wirken etwas gesetzter als früher. Beleibter, meinen Sie, Lestrade. Sie müssen mich nicht schonen. Obwohl mich die verseuchten Felder und besonders das Verschwinden von Miss Hatfield beileibe nicht gleichgültig lassen. Der Inspektor führte Holmes in den Kellerbereich des CID, des Criminal Investigation Department, wo Coroner Dr. Willows, der führende Polizeimediziner, die Autopsie an der Ermordeten vorgenommen hatte. Auf dem Steintisch lag der geöffnete Körper eines jungen Mädchens. Alle wichtigen inneren Organe waren der Leiche entnommen worden. Auch der Kopf des Mädchens war nicht vorhanden. Holmes trat nahe an den Seziertisch heran und betrachtete jede Einzelheit des Körpers, besonders die Hände des jungen Mädchens. Dann verließ er den Raum. Als ihn Inspektor Lestrade auf eine kleine Erfrischung einladen wollte, lehnte Holmes dankend ab. Den Rest des Tages schloss er sich in sein Zimmer in der Baker Street ein und spielte auf der Violine. Die Melodien waren so melancholisch, dass Miss Lomax es nicht wagte, an die Tür zu seiner Wohnung zu klopfen und ihn zu fragen, ob er speisen wolle. Erst am nächsten Morgen ließ er sich ein Frühstück bringen, dann begab er sich in die City. In den Nebengassen der Regent Street besuchte er Kunsthändler und erkundigte sich nach Werken von Walter Sickert. Entweder kannte man einen Maler dieses Namens nicht, oder man sagte, dass seine Gemälde nur auf Bestellung und zu horrenden Preisen zu bekommen seien. Sickert war als Geheimtipp in Mode gekommen, wegen seiner dunklen Bilder, jener Gemälde, die undeutlich, aber doch erkennbar Opfer von Jack the Ripper zeigten. Auch 30 Jahre nach den Morden an Prostituierten im Londoner East End war die makabre Faszination an allem, was damit in Zusammenhang stand, ungebrochen. Sogar Führungen zu den Schauplätzen der Verbrechen wurden angeboten. Von einem Treffen mit Inspektor Abberline, der damals mit dem Fall betraut war, erhoffte sich Holmes mehr Klarheit. Der Detektiv nahm einen der Untergrundzüge nach Clapham, wo Chief Inspector Frederick George Abberline in der Mayflower Road 41 ein bescheidenes Reihenhaus bewohnte. Abberline war alt geworden, 78 Jahre alt, doch sein Lächeln, als er Holmes empfing, war unverändert. Er trug auch noch den Backenbart, der das Kinn freiließ. Freilich war der Bart und das spärliche Haupthaar weiß geworden, und Abberline ging am Stock. Holmes! Eine Freude, Sie zu sehen. Was führt Sie zu mir? Mein lieber Abberline, als ehemaliger Chief Inspector ahnen Sie das gewiss. Der alte Fall natürlich, der mich ein Leben lang verfolgt. Jack the Ripper. So ist es. Ich habe einige Fragen und ich sichere Ihnen absolute Verschwiegenheit zu. Es gibt nichts Neues zu berichten. Ich habe über den Mord in der Goulston Street gelesen, aber ich bin im Ruhestand und in die Ermittlungen nicht eingebunden. Darf ich Ihnen Tee anbieten? Nach einigen privaten Worten, Abberline erzählte vom Tod seiner Frau im Vorjahr, der sein Leben traurig und einsam gemacht hatte, fragte Holmes direkt: Wissen Sie, wer Jack the Ripper war? Ja, ich weiß es. Aber ich bin zum Schweigen verpflichtet. Es muss aus mehreren Gründen geheim bleiben. Gut. Auch ich habe eine Vermutung und ich weiß von einigen der Gründe, warum wichtige Umstände der Morde geheim gehalten werden. Und zwar? Der Mörder hatte einige schriftliche Hinweise zu seinen Taten hinterlassen. Die Inschrift: Die Jews sind nicht die Männer, denen man die Schuld nicht anlasten kann. An der Wand der Goulston Street hat Sir Charles Warren, der Chef der Metropolitan Police, persönlich entfernt, noch bevor man Fotos davon machen konnte. Kurz darauf kündigte er und flüchtete in den Burenkrieg. Und weil er Freimaurer war, nämlich Meister der Loge Quatuor Coronati,
Meinte man, er wolle davon ablenken, dass die Morde von Freimaurern begangen wurden. Freimaurer wie Sie, Inspektor. Die alte Geschichte von den Mördern des Baumeisters Hiram, deren Namen alle mit den Buchstaben J.U. begannen. Und die ihren Mord auf ähnliche Weise ausführten. Oder ein Hinweis auf einen jüdischen Täter, Jews. Kurzum, jemand wollte den Verdacht auf die Juden oder die Freimaurer oder schlauerweise gleich auf beide lenken, da sich Vorurteil und Verdacht leicht an ihnen festmachen lassen. Mit Verdächtigungen in diese Richtung konnte man das Land destabilisieren. Die entscheidende Frage, auf die die Öffentlichkeit noch immer keine Antwort hat, ist die Frage nach dem tatsächlichen Täter hinter den Morden von Jack the Ripper. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr Wissen und meine Vermutung in dieselbe Richtung gehen, Inspektor. Wir haben dasselbe Wissen. Nur, Sie sind offenbar unsicher geworden. Er erhob sich mühsam von seinem Lehnstuhl und humpelte aus dem Zimmer. Nach einiger Zeit kehrte er mit einem in schwarzes Leder gebundenen Buch wieder. Holmes setzte sich in den weichen Lehnstuhl, den der pensionierte Inspektor ihm anbot, und vertiefte sich in den Inhalt des schwarzen Buches. Ich kann Ihnen leider nicht gestatten, das Buch außer Haus zu bringen. Es ist mir zu wichtig. Als er sich nach Stunden ächzend erhob, bedankte er sich und sagte zu Aberline, er werde nun als nächstes die Bibliothek des British Museum aufsuchen, um etwas mehr über die Jews in Erfahrung zu bringen. Seit wann befindet sich das Buch in Ihrem Besitz, Aberline? Seit 4 Jahren. Aha. Viel Glück. Sie werden es brauchen können. Holmes war dem Mann am Eingang zum Lesesaal des British Museum noch so gut bekannt, dass er nicht einmal seine Lesekarte als Eintrittsermächtigung vorweisen musste. Als er das Gewünschte gefunden hatte, beauftragte er den weißhaarigen Bibliothekar im grauen Arbeitsmantel, ihm die Bücher bereitzustellen. Der Mann, der für Holmes die Bücher aus den Regalen geholt hatte, gab ihm ein Zeichen und der Detektiv nahm einen Stapel Bücher in Empfang. Er wollte vor allem Material über die Mörder des ersten großen Freimaurers, des Erbauers des Tempels von Jerusalem, studieren und wurde fündig. Als König Salomon einen großen Tempel bauen ließ, beauftragte er den Baumeister Hiram Abiff mit Planung und Ausführung des Gotteshauses. 7 Jahre vergingen, bis das große Werk vollendet war. Hiram beschäftigte 80.000 Steinmetze. 70.000 Träger transportierten die Steine. Der Tempel wurde mit Holztafeln ausgekleidet, in die phönizische Künstler Pflanzenornamente schnitzten und diese mit Goldblech überzogen. In den Tempel ließ Salomon die Bundeslade bringen, ein geheimnisvolles jüdisches Heiligtum, ähnlich dem Gral. Manche Quellen behaupten sogar, der Gral und die Bundeslade seien ein und derselbe Gegenstand. Über den Inhalt der Bundeslade wird viel gerätselt. Manche Quellen berichten, er sei göttlichen Ursprungs und möglicherweise identisch mit den Tafeln der Gebote, die Moses den Menschen übergeben hatte, gefertigt. Jedenfalls war der tragbare Kasten aus vergoldetem Akazienholz das zentrale Heiligtum der Juden, ein Vermächtnis Gottes. An den Seiten des Schreins befanden sich 4 Ringe, durch die Tragestangen gesteckt werden konnten. Auf dem Deckel thronten 2 Wesen, halb Mensch, halb Tier, die den Inhalt mit ihren weit ausgebreiteten Flügeln beschützten. Baumeister Hiram teilte die Arbeiter beim Tempelbau in 3 Gruppen, in Lehrlinge, Gesellen und Meister, den Graden der späteren Freimaurerlogen entsprechend, die einen je nach Rang unterschiedlichen Lohn erhielten. 3 Gesellen, die wegen ihrer Namen Jews genannt wurden, Jubela, Jubelo und Jubelum, waren unzufrieden. Sie wollten den Lohn der Meister bekommen und Hiram zwingen, ihnen das geheime Wort, mit dem sich die Meister als solche identifizierten, zu verraten. Mit Gewalt versuchten die 3 Männer, von dem Baumeister dieses geheime Wort zu erpressen, aber ohne Erfolg. Hiram schwieg, obwohl es seinen Tod bedeutete. Heimlich begruben sie den gemarterten und schließlich zerstückelten Mann in der Hoffnung, die Tat würde nicht entdeckt werden. Dann flüchteten sie. Als man den Leichnam nach Tagen intensiver Suche fand und ihn aufrichtete, erzeugte die den Lungen entweichende Luft einen Laut, der sich wie Makbenak anhörte, was so viel heißt wie »Das Fleisch löst sich von den Gebeinen«. Dieses Wort wurde das neue Geheimzeichen, mit dem sich die Meister von nun an zu erkennen gaben. Die 3 Jews wurden nach ihrer Festnahme auf dieselbe Weise hingerichtet, wie sie Meister Hiram mit ihren Arbeitsgeräten getötet hatten.
In einem der Manuskripte fand Holmes tatsächlich Parallelen zu der Art, wie die Prostituierten im East End umgebracht und verstümmelt worden waren. Während die Hinrichtung von Jubela nur oberflächlich beschrieben wurde, las Holmes, dass der Bauch des Gesellen Jubelo aufgeschlitzt wurde und dass man seine Gedärme herausriss. Jubelum entfernte man Herz, Gedärme und Zunge und schnitt ihm Arme und Beine ab. In einem Text aus dem Jahr 1760, der sich Three Distinct Knocks nennt, wurde Jubela die Kehle durchschnitten, Jubela das Herz entnommen und Jubelums Körper zweigeteilt. Für den frühen Nachmittag verabredete sich Holmes mit Inspektor Lestrade im Speiseraum des Athenium Clubs. Bei der Durchsuchung des London Docks konnten unsere Beamten nichts Außergewöhnliches entdecken. Ihre Informationen, dass die Yacht einem Amerikaner gehört, waren nicht zu verifizieren. Wer also ist der Eigentümer? Einflussreiche Leute. Damit kann ich mich nicht begnügen. Es gibt in England seit jeher Gruppen von Mächtigen, die Könige und das Parlament kontrollieren. Diese Leute haben mehr als ausreichend Geld und Einfluss. Im positiven Fall sind sie ein Rat der Weisen, der einen schwachen König stützen kann. Und im negativen Fall ein Staat im Staat, ein nicht kontrollierter Geheimdienst. Nicht ganz. Ich spreche vom Oberhaus des Parlaments, vom House of Lords. Wahrlich eine Gruppe von Männern von erheblichem Einfluss auf das Land. Der Machtkampf zwischen Charles I. und den Lords endete immerhin mit der Hinrichtung des Königs. Zum Beispiel. Damit war ein für alle Mal klar, wer das Sagen hatte. Und mit Ihrer Bemerkung über den Geheimdienst haben Sie nicht so Unrecht, Holmes. Natürlich braucht eine Gruppe, die die eigene Macht ausübt, Informationen. Wie gesagt, es kann ein Gutes haben, wenn ein schwachsinniger König des Landes ist und die Lords das Wohl des Landes im Auge haben. Es kann aber auch anders sein. Sie sagen es, Holmes. Es gibt nicht schwarz und weiß, nicht gut und böse. Die Grenzen sind nicht klar definiert. Das heißt, die Yacht gehört den Lords und ihre Männer hatten keinen Zutritt zu den Schiffen. Die Yacht gehört nicht den Lords. Sie gehört dem Geheimdienst. Nein, nein, auch nicht. Sie gehört einer obskuren Gruppe, die aus einer Splittergruppe der Lords hervorgegangen ist. Eine Sache, die, weil sie so heikel ist, nie wirklich untersucht wurde. Und wo ist die Yacht, die dieser mysteriösen Gruppe gehört im Augenblick? Die Yacht ist unterwegs, die Themse aufwärts zu ihrem Heimathafen. Und der befindet sich wo? Vor Selford Castle. Ich werde der Sache nachgehen. Seien Sie vorsichtig, Mr. Holmes. Die Sache ist gefährlich. Lebensgefährlich. Auch für einen Könner wie Sie. Vom Parlamentsgebäude nahm Holmes früh am nächsten Morgen einen Dampfer zur Eel Pie Island bei Twickenham. Wegen der Kälte und des Regens war er gezwungen, während der Reise in der Passagierkabine zu bleiben. Bei der Fahrt flussaufwärts verschwanden allmählich die Industrie- und Hafenanlagen. Dafür standen kräftige Bäume an den Ufern. Über die Holzbrücke wanderte er zum Festland hinüber in Richtung Selford Castle. Trotz der freundlichen Farbe wirkte das mächtige, zweistöckige Gebäude mit den Schießscharten unter dem Dach ziemlich abweisend. Auf Pfaden, die die Schleusenanlage und den Fluss entlang führten, erkundete Holmes die Umgebung des Parks und des Schlosses. In einiger Entfernung ging das ebene Tal der Themse und des Lee in eine hügelige Landschaft über. Die Aussicht auf den Fluss und das ferne London und der Überblick über große Teile des Anwesens von Selford Castle entschädigten den Detektiv für die Anstrengung des Aufstiegs. Deutlich sah Holmes die vier Schiffe im Hafen. Auch das Schloss war gut zu erkennen. Von einem der Schornsteine stieg Rauch auf. Mehrere Automobile parkten vor dem Gebäude. Mit seinem Zeiss-Fernglas, das er nun dem Überzieher entnahm, konnte Holmes die Aufschrift Acacia auf einem der Schiffe erkennen. Noch etwas fand er höchst bemerkenswert. Inmitten des baumbestandenen Parks lag ein großes Getreidefeld. Und auch dieser Weizen hatte eine unübliche Farbe. Er schimmerte silbern. Genau in dieser Richtung sah Sherlock Holmes auch das Mündungsfeuer eines Gewehrs und warf sich zu Boden. Verschwindet von meinem Land, perverses Gesindel, verdammtes! Holmes erhob sich und ordnete seine Kleidung. Mein Name ist Sherlock Holmes, ich... Was haben Sie hier zu suchen? Noch ist das mein Grund und Boden und glauben Sie ja nicht... Mein Name ist Sherlock Holmes, ich bin beruflich unterwegs und... Das würde mich aber wirklich interessieren, welchen Beruf Sie ausüben. Seit in Selford Castle dieser Wahnsinnige haust, treibt sich allerlei Gesindel in unserer Gegend herum. Ich versichere Ihnen, dass ich nicht zu Selford Castle gehöre. Ich bin Detektiv und versuche im Laufe von Ermittlungen herauszufinden, was es mit den Bewohnern dieses Schlosses auf sich hat. Der etwa 60-jährige untersetzte Mann im olivgrünen Jagdanzug, der ein Fernglas umgehängt hatte und in der rechten eine Lee-Enfield-Büchse hielt, stutzte. Dann sagte er zögernd,
Dann entschuldigen Sie, Mr. Sherlock Holmes. Vielleicht können Sie mir bei meinen Ermittlungen gegen die Leute von Salford Castle beistehen. Nichts lieber als das. Endlich geschieht etwas. Kommen Sie doch mit ins Haus. Die beiden Männer marschierten Richtung Norden, bis sie Holbrook Hall, einen mit Efeu bewachsenen Backsteinbau, erreichten. Die zierliche Lady Holbrook blickte besorgt auf ihren Gatten, war jedoch erleichtert, als sich dieser seinem Begleiter gegenüber äußerst zuvorkommend verhielt. Mr. Holmes ist Detektiv. Er ist diesen verrückten Verbrechern auf der Spur, verkündete Sir Alfred Holbrook nicht ohne Genugtuung, verstummte aber sofort, als das Hausmädchen, eine junge Frau mit leuchtenden Augen und gesunden roten Wangen, dampfenden Tee und ein paar Sandwiches in den gemütlichen Speisesaal des Anwesens trug. Holmes war froh über die Erfrischung und spürte, wie sich eine angenehme Müdigkeit in seinem Körper ausbreitete. Sie waren sicher den ganzen Tag unterwegs, Mr. Holmes. Wenn Sie sich in unser Gästezimmer zurückziehen wollen, Sie sind uns herzlich willkommen. Das ist außerordentlich freundlich von Ihnen, aber ich werde mir ein Zimmer in einer Pension nehmen. Nein, bitte, Mr. Holmes. Es ist uns eine außerordentliche Freude, einen Gast zu haben. Es wird einsam hier auf dem Land. Vielen Dank. Das ist sehr liebenswürdig. Unter diesen Umständen nehme ich Ihr Angebot gerne an. Doch nun erzählen Sie, Mr. Holmes, was Sie über die Leute von Salford Castle in Erfahrung bringen konnten. Der Grund meiner Reise in Ihre reizvolle Gegend hat mit dem Verschwinden eines jungen Mädchens zu tun und mit einer sehr ernsten politischen Angelegenheit. Da sind Sie richtig bei uns. Endlich wird gegen diese Verrückten vom Schloss ermittelt. Sie glauben gar nicht, wie oft ich bei der Polizei war, aber man ignoriert meine Bedenken. Nicht schon wieder. Was beunruhigt Sie so? Als die Salfords unsere Nachbarn waren, war hier alles in Ordnung. Das waren noble, anständige Leute, die wussten, wie man ein Schloss bewohnt. Leider verkauften sie und zogen nach London. Im Alter war ihnen das Landleben zu anstrengend geworden. Und die Käufer sind diese Wahnsinnigen. Wann war das? Noch vor dem Krieg, 1912, schätze ich. Wer erwarb das Anwesen? Diese Perversen, diese Wahnsinnigen. Ich finde keine Worte in Anwesenheit einer Dame. Obskure Leute, ohne Ausnahme. Ein Orden, wie sie sich nennen. Ich habe Material über sie gesammelt. Mr. Holbrook ging zu seinem Schreibtisch und zog einen dicken Aktenordner, den er groß mit den Worten Order of the Ark beschriftet hatte, aus einer der Laden. Der Orden von der Arche, vermutlich der Arche Noah. Die Bibel scheint diese Wahnsinnigen besonders zu inspirieren. Ark steht auch für Bundeslade. Ark of the Covenant. Orden von der Bundeslade, möglicherweise. Was ist so schlimm an diesen Leuten? Alles. Sie haben Geld und Macht und sind pervers und skrupellos. Könnten Sie mir das genauer erklären? Sie feiern pseudoreligiöse Feste und hüpfen nackt durch die Gegend. Und dann bespringen sie einander von hinten. Ob Mann oder Frau ist ihnen egal. Dieses unappetitliche Spektakel, die Verkehrung aller Werte, die Verspottung der Religion muss beendet werden, wenn nötig mit Gewalt. So ein Geschwür breitet sich aus und tötet alles Gesunde. Ich glaube, dass Sie recht haben. Nur bitte ich Sie, nichts zu unternehmen, was Sie und Ihre Familie gefährden könnte. Ich bin der Meinung, dass es sich um eine riskante Sache handelt. Ich werde der Angelegenheit auf den Grund gehen und mit Ihnen in Kontakt bleiben. Seien Sie bitte geduldig und vor allem vorsichtig. Sir Holbrook nickte zufrieden, weil endlich jemand seine Bedenken ernst nahm. Und was haben Sie über den Orden in Erfahrung bringen können? Ihr Symbol ist ein silberner Akazienzweig auf schwarzem Grund. Die Akazie ist auch der Name der Yacht. Sehen Sie, was ich meine? Diese Leute nehmen hemmungslos religiöse Symbole und entweihen sie. Ich komme nun zu einer sehr schmerzlichen Angelegenheit. Sie betrifft unseren Sohn. Unser Sohn Leonard war bei denen eingeladen. Aha. Wir hatten am Anfang keine Bedenken, dass er sie besuchte, weil wir noch nichts von ihren Umtrieben wussten. Kann ich Ihren Sohn sprechen? Lenny ist im Le Rosay, einem Schweizer Internat. Wir mussten ihn in Sicherheit bringen. Und ich hoffe, er ist noch zu retten. Was hat Ihnen Ihr Sohn über die Nachbarn erzählt? Der verrückteste von ihnen heißt Crowley, Aaron Crowley. Ein hemmungsloser, machthungriger Mensch, der alles um sich herum krank und unglücklich macht. Und immer wieder muss die Bibel herhalten für die verrücktesten Verdrehungen dieses Teufels. Darf ich Ihnen ein Glas Whisky anbieten, Mr. Holmes? Gern, aber ohne Eis, bitte. Das Getreidefeld, das sich im nördlichen Teil des Parks befindet, ist mit einem gefährlichen Pilz befallen. Es ist nötig, die Öffentlichkeit rechtzeitig, das heißt noch bevor sich die Seuche ausbreiten kann, darauf aufmerksam zu machen. Es gab ähnliche Fälle in Sussex. Die Kreise in den Feldern. Ich las in der Zeitung darüber.
Einige Weizenfelder in Sussex waren mit diesem Pilz verseucht. Eine Übertragung der Pflanzenkrankheit auf andere Felder hätte eine Katastrophe für die Nahrungsversorgung des Landes bedeutet. Ich musste eine Strategie entwickeln, diesen Plan zu durchkreuzen. Ich habe immer gewusst, dass diese Leute etwas aushecken. Ja. Sie deuteten an, dass Sie hinter den Kreisen in den Getreidefeldern steckten, Mr. Holmes. Es war wichtig, dem Gegner gegenüber im Verborgenen zu bleiben und doch seine Kreise zu stören. In diesem Fall mit Kreisen. Ohne die Presse, die Berichte über die geometrischen Muster in den Feldern brachte, wäre die Öffentlichkeit nicht auf das befallene Getreide aufmerksam geworden. Die Behörden waren gezwungen, der Sache nachzugehen, erkannten die Gefahr, die von der Pilzverseuchung ausging, und ließen den Weizen vernichten. Aber wie haben Sie diese Kreise in den Feldern erzeugt? Ich sah Fotos in der Times und kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man so etwas macht. Ich werde Ihnen demonstrieren, wie die Muster in die Felder kommen. Wir haben, wie gesagt, auch im Park von Salford Castle ein solches Feld, auf das die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht werden muss. Also werden wir auch in diesem Feld unsere Kreise ziehen. Die Zahl der Eingeweihten ist aber so klein wie möglich zu halten. Die Schwestern der Sonne werden uns dabei helfen. Ja. Wer ist das? Die Tanzgruppe unserer Gegend. Lauter alte Hennen, die sich wichtig machen. Das ist ideal. 4 Damen genügen für den Plan. Es muss sichergestellt sein, dass keine der Frauen irgendjemandem davon erzählt. Auch Familienangehörigen nicht. Damit ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Hennen können das Gackern nicht lassen. Nein. Holmes erklärte den hochmotivierten Frauen, dass man sich sehr früh am Morgen gegen 4 Uhr, mehr als eine Stunde vor Sonnenaufgang, beim Anwesen der Holbrooks treffen werde. Die Morgendämmerung half dem Detektiv und den Damen, den Weg zum Getreidefeld zu finden. Der Frühnebel bot die nötige Tarnung. Danach wuschen sie im Bach gründlich die Bretter und ihre Stiefel, damit der gefährliche Pilz nicht auf andere Felder übertragen wurde. Dann verabschiedeten sie sich mit einem Händedruck. Ein gemeinsames Frühstück war nicht möglich. Das Hausmädchen sollte nicht von ihrem Treffen wissen. Auch Holmes verzichtete dankend auf ein Frühstück. Er wollte möglichst bald ein Telegramm an Horace Harker von der Central News Agency in London schicken, von der aus die Nachricht über den Kornkreis von Twickenham an alle Zeitungen der Hauptstadt und darüber hinaus verbreitet werden würde. Er hinterließ den Holbrooks seine Visitenkarte mit der Londoner Adresse und versprach, sich bald zu melden. Danach nahm er den Zug nach Clapham Junction in London. Am Nachmittag suchte Holmes erneut den Diogenes Club auf, wo er sich mit seinem Bruder traf. Ich habe gehofft, du kannst mir Informationen über einen gewissen Aaron Crowley und seinen Order of the Ark beschaffen. Was ist denn das schon wieder? Wenn du nicht mein Bruder wärst... Hättest du mich längst verstoßen. Würde ich mich nicht in so dubiose Sachen hineinziehen lassen. Ich werde schauen, was sich machen lässt. Aaron Crowley und Order of the Ark, sagtest du? Nachdem er sich Notizen gemacht hatte, verließ Holmes' Bruder den Raum, um eine der Telefonzellen in der Lounge aufzusuchen. Bei seiner Rückkehr lächelte er zufrieden. Um die Zeit zu überbrücken, überredete Sherlock Holmes seinen Bruder zu einer Schachpartie. Mycroft war ein mehr als ebenbürtiger Gegner, von dem der Detektiv sogar behauptete, er habe den schärferen Verstand von beiden, nur besitze er weniger Ehrgeiz. Das Spiel zwischen den Brüdern verlief lange ausgeglichen, bis Mycroft aufgrund der Position seiner Türme eine Chance zum Sieg sah. Mycroft wollte die vorteilhafte Position ausnutzen, erkannte aber plötzlich zu seinem Bedauern, dass Sherlock 2 Läufer dessen Nachteil ausglichen. Lange brütete er über dem nächsten Zug, bis Sherlock in Anbetracht der vorgerückten Zeit ein Remis vorschlug, dem Mycroft erleichtert zustimmte. Keine Minute zu früh, denn in diesem Augenblick führte der Butler einen überraschend jungen Mann, er mochte Mitte 30 sein, herein. Er trug einen Anzug aus fein gewobenem grauem Kaschmir mit nur einer Knopfreihe, die Krawatte war schwarz. Mycroft Holmes stellte die Herren einander vor und Sherlock erfuhr, dass er John Claret, dem stellvertretenden Leiter des Advisory Council der Lords, des Geheimdienstes des Oberhauses, gegenüber saß. Wir können und wollen uns einem Ruf von Mycroft Holmes nicht verschließen. Und wenn mir dessen Einladung noch die Chance eröffnet, seinen berühmten Bruder kennenzulernen, duldet die Angelegenheit natürlich keinen zeitlichen Aufschub. Die Brüder Holmes rufen...
Das Empire ist zur Stelle. Ich danke Ihnen und Sir Sisley, dass Sie zu einer Aussprache mit meinem Bruder und mir bereit sind. Sherlock ermittelt in einer für das Land wesentlichen Angelegenheit. Und ich denke, dass seine Erkenntnisse auch für die Lords Bedeutung haben werden. Ich halte es für wichtig, dass wir offen unser Wissen austauschen. Was bedeutet das konkret? Ich bin an Informationen über Aaron Crowley und den Order of the Ark, den Orden von der Bundeslade, interessiert. Vertrauen gegen Vertrauen. Sie beginnen. Was wissen Sie? Meine Geschichte fängt bei Professor James Moriarty, der 1891 im Zweikampf mit mir ums Leben kam, an. Sein engster Vertrauter versuchte mich noch in der Schlucht der Schweizer Reichenbachfälle zu töten. 3 Jahre später unternahm er einen weiteren Versuch. Du meinst Colonel Sebastian Moran? Ja, ich spreche von Colonel Moran, dem ehemaligen Armeeoffizier in Indien, dem Großwildjäger. Einem Mitglied des House of Lords, wie sein Vater, Sir Augustus Moran. Was wissen Sie über das Wirken dieses Mannes, Mr. Claret? Das lag vor meiner Zeit. Ich arbeite erst seit dem Ende des Krieges für die Lords, aber ich werde meinen Vorgesetzten Sir Alexander Sisley dazu befragen. Er hat den Advisory Council völlig neu aufgestellt. Moriartys Philosophie wurde nach seinem Hinscheiden an eine Gruppe, eine Art Orden, weitergereicht, dem Colonel Moran vorstand. Jemand, der sich M nennt oder nannte, verfasste handschriftliche Bücher, die strategisch wichtigen Persönlichkeiten des Landes zugespielt wurden. M wie Moriarty. Wenn ich Sie also richtig verstehe, Mr. Holmes, so vermuten Sie eine Verbindung zwischen der Gedankenwelt Moriartys und einem Orden. Worin konkret besteht nun Ihre Befürchtung, die Pläne dieser Leute betreffend? Gegenwärtig sammle und betrachte ich Fakten. Und diese haben mit der Ermordung einer Frau zu tun. Sie stehen in Zusammenhang mit der Aufschrift, die Jews sind nicht die Männer, denen man die Schuld nicht anlasten kann, in einem Hauseingang an der Goldston Street, wo man die tote Frau fand, unterzeichnet mit M. Und mit den Mustern in Getreidefeldern, die neuerdings in unserem Land auftreten. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen diesen Phänomenen, Mr. Holmes? Ich habe vorerst alles mitgeteilt, was ich von meiner Seite zu sagen habe. Ich muss nun darauf bestehen, dass Sie meine Fragen beantworten. Die Lords haben es sich zu ihrer noblen Aufgabe gemacht, unser Land sicher durch die Wogen der Zeit zu manövrieren. Der Advisory Council versorgt die Lords mit Informationen, die es ihnen ermöglichen, effizient arbeiten zu können. Daher bin ich Ihnen für Ihren Hinweis auf einen dubiosen Orden dankbar. Ich werde ihn weiterleiten. Glauben Sie nicht, dass ich mich so billig abspeisen lasse? Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Welche Frage? Was weiß Ihre Institution über den Order of the Ark und einen Mann namens Aaron Crowley? Aaron Crowley ist ein hochintelligenter Mann. Ein Mann, der zu den Wurzeln vorstoßen will, zu den Ursprüngen unseres Seins. Der Religion. Dazu gehört seine Fixierung auf das Alte Testament. Order of the Ark geht auf die Bundeslade zurück. Die Jews kommen beim Bau des Tempels Salomons vor. Getreide ist von zentraler Bedeutung für das Volk Israel. Denken wir an die Träume des Josef. Aber es kommen, und da werden Sie mir beipflichten, keine Kornkreise im Alten Testament vor. Das Vordringen zur Radix. Zur Wurzel bedeutet natürlich auch, dass radikal bis skrupellos vorgegangen wird, dass sich jemand total verrennt, fanatisch bis zur Gesetzlosigkeit wird. Eines der Probleme von Crowley und seiner Gruppe, ich weigere mich in diesem Zusammenhang von Orden zu sprechen, ist der hemmungslose Konsum von Rauschmitteln, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen kann. Auch ich habe nichts hinzuzufügen. John Claret schloss sein Notizbuch und versprach dem Detektiv Sir Alexander Sisley über ihr Gespräch zu informieren. Dann entfernte er sich, noch bevor das Abendessen serviert wurde. Ein merkwürdiges Gespräch. Es erinnert mich an die Eröffnung eines Schachspiels. Keiner will einen Fehler machen. Jeder wartet auf den ersten entscheidenden Zug des Gegners. Würde ich dich nicht so gut kennen, hätte ich den Eindruck, du hast dich von diesem geschmeidigen jungen Mann übervorteilen lassen. Abwarten, werter Bruder.
Ich bin in einer furchtbaren Lage. Sie müssen mir helfen, aus der Sache herauszukommen. Sickert, wie immer elegant und dandyhaft gekleidet, strich nervös das für sein Alter überraschend dichte, dunkle Haar aus der Stirn. Hier im Club sind wir sicher. Sie können offen reden. Das Unheil hat damit begonnen, dass ich dem Amerikaner im Hotel einige meiner Bilder zeigte. Sie meinen Mr. Radcliffe aus Boston, dessen Yacht in der Bucht vor dem Hotel ankerte? Ja, er zeigte sich begeistert, wollte mehr sehen. Ich führte ihn in mein Atelier in London und er versprach mir, eine große Ausstellung zu organisieren, mit Prominenz und Presse. Mhm. Als er sich dann jedoch immer stärker für Mona und die Bilder, auf denen sie dargestellt war, interessierte, wurde mir die Sache unheimlich. Und dann verschwand sie und wurde angeblich ermordet in London aufgefunden. Ich fürchtete um ihr Leben, als Radcliffes Wunsch, sie nach London zu bringen, immer dringender wurde. Und dann... Und dann geschah etwas Unerwartetes. Dann fand ich, und das war einfach furchtbar, die Leiche einer jungen Frau in meinem Atelier in Camden Town. Die Ermordete lag auf meiner Couch in einer Pose, wie ich die Frauen auf meinen Bildern gemalt hatte. Ich wusste in dem Augenblick absolut nicht, was ich tun sollte. Voll Panik wandte ich mich an einen Freund, der als Arzt arbeitet. Der nahm sich meiner an und versprach mir seine Hilfe. Wir brachten die tote Frau zum Arbeitsplatz des Mediziners. Dort beratschlagten wir, was zu tun wäre. Und? Um mich zu entlasten und Mona Hatfield nicht weiter zu gefährden, entschlossen wir uns, das Mädchen so zu präparieren, dass man sie für Mona Hatfield halten konnte. Sie trennten den Kopf des Mädchens ab, zogen ihr Miss Monas Kleidungsstücke an und transportierten sie zu jenem Hauseingang an der Goldston Street, wo man schon einmal ein blutiges Kleidungsstück von einem der Opfer Jack the Rippers gefunden hatte. Dort hinterlegten sie und ihr Helfer den Körper der Frau und der Arzt schüttete Blut auf die Kleider und auf den Boden. Walter Sickert nickte resigniert. Mona lebt also. Das ist bei allen Unsinnigkeiten, die Sie angestellt haben, das Wesentliche. Wo ist sie? Ich habe sie in Sicherheit gebracht, zu meiner Schwester Helena nach Manchester. Vorher oder nachher? Ich begleitete sie nach Manchester, als ich um ihr Leben zu fürchten begann, noch vor dem Fund der Leiche in meinem Atelier. Ich benötige Ihre Anschrift, forderte Holmes, und der Maler schrieb sie ihm auf ein Stück Papier. Ich dachte, der Plan sei genial. Er würde zwei Probleme auf einmal lösen. Mona wäre für immer außer Gefahr und die Leiche wäre nicht mehr in meinem Atelier. So nehme ich Ihnen das nicht ab. Ich frage mich, warum ein Mediziner für so ein Unternehmen alles aufs Spiel setzen sollte. Ihre Geschichte überzeugt mich keineswegs. Mr. Holmes, Sie müssen verstehen, zwischen dem Arzt und mir besteht eine Beziehung besonderer Art. Sie meinen eine homosexuelle? Ja, wenn Sie so wollen. Einem Künstler verzeiht man das eher. Für einen Arzt aber bedeutet jedes Wort darüber das Ende seiner Karriere. Sie haben ihn also erpresst, Ihnen zu helfen? Nicht erpresst? Ich habe ihn dringend gebeten. Und Sie schrieben mit Künstlerkreide die Worte, die Jews sind nicht die Männer, denen man die Schuld nicht anlasten kann, an die Wand. Nein, ich schwöre, dass wir das nicht geschrieben haben. Das stammt von jemand anderem. Mr. Sickert, die Sache ist so ernst, dass Sie es sich nicht leisten können zu lügen. Ich lasse Sie sofort als Jack the Ripper und den Arzt als Ihren Helfer verhaften, wenn Sie mir nicht gestehen, dies geschrieben zu haben. Mr. Holmes, ich bitte Sie, glauben Sie mir, die Inschrift stammt nicht von uns. Wenn das stimmt, so bedeutet das allerhöchste Lebensgefahr für Sie. Sie sollten daher sofort verschwinden. Wie? Am besten spurlos. Um Watson in die Klärung des Falles einzubinden, hatte Sherlock Holmes ihn in die Baker Street gebeten, und der Doktor war dem Ruf seines Freundes mit Freude gefolgt, in der Hoffnung auf neue Abenteuer. Was für eine chaotische Geschichte. Ein Glück, dass ich sie nicht niederschreiben muss. Als Freimaurer unterliege ich der Deckungspflicht. Ich darf Logengeheimnisse nicht an Profane weitergeben. Sie geben also zu, dass die Freimaurer in diesen Fall verwickelt sind. Erschreckt, weil er zu viel verraten hatte, blickte Watson auf. Mein lieber Watson, natürlich respektiere ich Ihre freimaurerischen Versprechen, aber ich hoffe dennoch, dass Sie mit mir zusammenarbeiten werden. Grundsätzlich ja. Dann erzähle ich Ihnen, was Sie mir nicht sagen dürfen. Die Freimaurer haben sich in eine dubiose Sache eingelassen, um den Verdacht, an den Ripper-Morden beteiligt zu sein, loszuwerden. Die Kreide-Inschrift, die Jews sind nicht die Männer, denen man die Schuld nicht anlasten kann, die erste, ursprüngliche im Jahr 1888, hatte sie schwer belastet. Mit in diese sogenannte Reinwaschung verwickelt waren leitende Männer von Scotland Yard, wie Inspektor Abeline und Sir Charles Warren, der Chef der Metropolitan Police, die natürlich wussten, wer tatsächlich hinter den Ripper-Morden stand. Und wer war das? Sie haben wirklich keine Ahnung?
Ich weiß nur über den Erpressungsversuch an Quatuor Coronati, einer zentralen Londoner Loge, und an den Lords Bescheid. Das ist doch eine ganze Menge. Warten Sie, Holmes. Die Sache wächst mir über den Kopf. Ich werde mit dem Großmeister der Quatuor Coronati Rücksprache halten und ihm mitteilen, dass Sie eine Menge über die Sache wissen. Vielleicht ist ein persönliches Gespräch zwischen Ihnen möglich. Spät am Abend kam Watson zurück in die Baker Street. Mit vollem Mund teilte er dem Detektiv mit, Bruder Hiram werde ihn empfangen, und zwar, was ein besonderes Privileg sei, im Tempel der Quatuor Coronati. Wollen Sie nicht auch eine Kleinigkeit essen? Sie hatten mit Ihrer Bemerkung über meinen Leibesumfang wie immer recht, mein lieber Watson. Ich werde mich also hüten. Die Freimaurer hatten ein eigenes Coupé geschickt, um Watson und Holmes in die Loge zu bringen. Geduldig ließ sich der Detektiv die Augen verbinden. Der Standort des Tempels sollte geheim gehalten werden. Ein Unterfangen, das im Falle des Detektivs zwecklos war. Holmes kannte jeden Pflasterstein Londons und den Klang, den er erzeugte, aus langjähriger Erfahrung, obwohl er durch die Jahre in Sussex etwas aus der Übung gekommen war. Er hatte sich im Jahr 1903 aus dem Berufsleben in das Fairmount Hotel zurückgezogen. Seine Besuche bei Watson in London, später in Tunbridge Wells, waren sporadisch und privater Natur gewesen. Erst bei Ausbruch des Weltkrieges hatte er begonnen, seine Fähigkeiten, auf Drängen seines Bruders Mycroft, wieder in den Dienst der britischen Regierung zu stellen. Das Coupé bewegte sich, wie der Detektiv erkannte, in Richtung Westminster. Als sie hielten, war er sicher, dass das Fuhrwerk in der Great Queen Street stehen geblieben war. Als Holmes schließlich die Augenbinde abgenommen wurde, befanden sie sich im Speiseraum der Loge. Die weißgedeckten Tische waren in Form eines vorn offenen Rechtecks angeordnet, die Sessel an den Außenseiten. Ein würdevoll auftretender Mann, den Holmes auf Mitte 60 schätzte, begrüßte ihn und Watson. Er hatte leuchtend weißes Haar, wirkte gepflegt und ausgeruht, hatte kaum Falten und beachtlich jugendliche Zähne. Ich schlage vor, wir tauschen unser Wissen vorbehaltlos aus. Bruder Hiram betätigte eine silberne Glocke, die vor ihm auf dem Tisch lag. Ein Mann trug ein ziemlich großes Gerät herein. Ein zweiter Mann folgte ihm mit einem Elektrokabel. Wir werden beginnen mit einer technischen Neuerung, die Ihnen zeigt, dass eine historisch begründete Gemeinschaft wie die unsere durchaus in der Lage ist, sich den Herausforderungen des neuen Jahrhunderts zu stellen. Als der Filmprojektor an das Stromnetz angeschlossen war, schaltete der zweite Mann das Licht aus und verließ den Raum. Das Gerät warf flimmernde Schwarz-Weiß-Bilder auf eine der Wände des Saals. Der Film zeigte Salford Castle mit der Yacht, die Holmes von der Küste in Sussex kannte, und enthielt Aufnahmen von einem Fest, das 12 Menschen in einem Saal des Schlosses feierten. Das sind Aaron Crowley und sein jüngerer Bruder Alistair. 10 weitere Menschen in langen weißen Leinenhemden lagerten um die Brüder im Kreis herum auf dem Boden. Sherlock Holmes schaute konzentriert auf die Leinwand und formte mit den Lippen unhörbare Worte. Er war des Lippenlesens kundig. 2 Personen im Saal von Salford Castle standen schließlich auf und verließen den Raum. Kurze Zeit später zerrten sie ein weißes Schaf in den Kreis der Feiernden und zwangen es zu Boden, sodass es schließlich auf dem Rücken lag. Mit einem mächtigen Schlachtmesser näherte sich Aaron Crowley dem Tier, das in seiner Angst jede Gegenwehr aufgegeben hatte. Er stellte sich hinter den Kopf des Schafes und durchtrennte ihm die Kehle. Das Blut spritzte in hohem Bogen auf die beiden Männer, die das Tier an den Beinen festhielten. Ihre weißen Hemden färbten sich dunkel. Als der Blutstrom schwächer wurde, reichte Aaron Crowley das Messer seinem Bruder Alistair, der den Körper des Tieres mit kräftigen Schnitten öffnete und ihm Herz, Leber und Gedärme entnahm. Es folgte ein Gelage, das, wie der Film zeigte, in wilden Tänzen und einer unappetitlichen Orgie endete. Holmes, Watson und der Großmeister der Loge beobachteten schweigend die Bilder. Noch irgendwelche Zweifel über die Identität von Jack the Ripper? Betretenes Schweigen. Aaron Crowley ist Jack the Ripper. Das bloße Werkzeug eines Mächtigeren. Sein Meister war Moriarty, Professor James Moriarty. Den damals 18-jährigen Aaron Crowley hatten Moriarty und sein engster Vertrauter Colonel Moran völlig in der Hand. Aber der jüngere Bruder... Alistair Crowley ist 46 Jahre alt, sein Bruder Aaron 51.
Alistair war, als die Ripper-Morde geschahen, 13 Jahre alt. Und es ist leider nicht auszuschließen, dass der jüngere Bruder zumindest dabei war, als Aaron die Prostituierten tötete. Aaron wurde von Moriarty erpresst? Aber nicht nur er. Moriarty und Moran gründeten damals eine Vielzahl von dubiosen Vereinen und Gruppen. Und wer sich dorthin verirrte, wurde beobachtet, über Jahre hinweg. Bis man genug Material besaß, ihn gesellschaftlich und finanziell zu vernichten. Einer dieser Clubs war der Hundred Guineas Club in der Cleveland Street, wo sich eine Gruppe von Männern traf, die dem eigenen Geschlecht zugetan waren, viele von ihnen in heiklen Berufen wie Schullehrer oder Geistliche. Männer wie Nicholas, Bradford, Simons und John sowie der Romanschriftsteller Frederick Rolfe gehörten dazu, auch Oscar Wilde und sein Freundeskreis. Kurzum, Moriarty ließ ihnen allen Spielraum der Welt, versorgte den Club mit ausreichend Geld und jungen Soldaten, verfolgte ihren Briefwechsel, ja, stellte ihnen sogar den Verleger Leonard Smithers zur Verfügung, der ihre pornografischen Bücher, die sie unter Pseudonymen verfassten, herausbrachte. Ah ja. Talony, der unsäglich schlechte Roman von Wilde und seinem Freundeskreis, sowie das geheime Leben eines gewissen Walter kamen bei Smithers heraus, der übrigens später auch Aleister Crowleys White Stains, ein noch unappetitlicheres Buch, veröffentlichte. So. Die Männer, zum Teil angesehene Mitglieder der Londoner Gesellschaft, die meisten verheiratet, gehörten der Polizei, der Regierung, dem Militär, der Kirche, den Freimaurern und dem House of Lords an. Einer von ihnen war sogar Mitglied der königlichen Familie. Ein Mitglied der Royals? Was für ein Skandal! Aber Watson, als Logenbruder wissen Sie davon natürlich. Und? Es war ein Skandal, der die Monarchie erschüttert hätte und an dessen Niederschlagung die Lords und ihr Geheimdienst sowie führende Londoner Freimaurer beteiligt waren. Den körperlich und geistig etwas beeinträchtigten Prinzen Albert Victor, einem Enkel von Königin Victoria und Sohn des späteren Königs, hatte man auch in den Club gelockt. Und er hatte sich hinreißen lassen, glühende Liebesbriefe an einen 18-Jährigen zu verfassen, die diesem von Moriartys Männern entwendet wurden. Nein. Der Knabe wurde tot aus der Themse gefischt. Und auch der Prinz lebte nicht mehr lange. Woher wissen Sie das, Holmes? Ich habe nie auch nur eine Andeutung... Ich habe in dieser Sache für Mycroft ermittelt. Einige der anderen Beteiligten ließen sich erpressen, einige begingen Selbstmord. Oscar Wilde, der sich weigerte mitzuspielen, verlor alles und landete im Zuchthaus. Mein Bruder bat mich im Auftrag eines der unglücklichen Beteiligten, Moriarty unschädlich zu machen, was mir schließlich auch gelang, bevor weitere Details an die Öffentlichkeit gelangten. Ich hatte jedoch lange Zeit die Gruppe unterschätzt, die Moriarty umgab und die nun begonnen hat, sein Werk fortzuführen und seine Ideen am Leben zu erhalten. Dabei hätte ich nach den beiden Anschlägen von Colonel Moran auf mich gewarnt sein müssen, dass sich da etwas anbahnt. Hier unterbrach sich Holmes und wandte sich an Dr. Watson. Haben Sie Platz für einen Gast in Ihrem Haus in Tunbridge Wells? Sicher. Wollen Sie... Nicht ich, mein lieber Watson. Der Großmeister der Loge Quatuor Coronati befindet sich in Lebensgefahr. Die drei Jews sind ihm auf den Fersen und er muss untertauchen. Es wäre mir eine außerordentliche Ehre, wenn ich Ihnen Quartier in meinem Haus anbieten kann. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, Dr. Watson. Ich stimme mit Mr. Holmes überein. Die nächsten Tage und Wochen werden nicht ungefährlich sein. Ich werde meine Frau bitten, die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Als Holmes am nächsten Morgen die Times durchblätterte, sprang er erregt vom Frühstückstisch auf. Das Blatt berichtete von einem Brand in der Modern Art Galerie, dem Bilder des Malers Walter Sickert zum Opfer gefallen waren. Der Brandstifter, der das Feuer mit einem Kanister Benzin gelegt hatte, war selbst in den Flammen umgekommen. Es handelte sich, wie Scotland Yard mitteilte, um einen jungen Handelsvertreter namens Luke Marker aus Sussex. Was hatte den Verlobten von Mona Hatfield veranlasst, die Bilder von Walter Sickert zu zerstören? Fragte sich Sherlock Holmes. Dann setzte er sich mit Inspektor Lestrade in Verbindung und bat ihn, Sickert ausfindig zu machen, ihn für einige Zeit im Athenium Club unterzubringen und ihn dort Tag und Nacht überwachen zu lassen. Der Detektiv wollte erstens den Maler in der sicheren Obhut des Clubs und von Scotland Yard wissen und zweitens in Sickerts Räumen im Fairmount Hotel ungestört nach weiteren Hinweisen suchen. Er lud Watson ein, ihn auf der Reise nach Sussex zu begleiten. Als sie am Nachmittag in dem Haus am Channel ankamen, nahm Watson ein Zimmer mit Blick aufs Meer, direkt neben dem Apartment von Sherlock Holmes. Ein neues Hausmädchen namens Margaret, sie war jung wie Mona, aber bei weitem nicht so hübsch, schleppte die Koffer in den ersten Stock und kümmerte sich um Watson.
Im Parterre suchte Holmes Mrs. Bromham in ihrem Büro auf und bat sie ihm, den Schlüssel zu Walter Sickerts Apartment, das im zweiten Stock des Hotels lag, auszuhändigen. Die Hotelbesitzerin fragte nicht einmal, warum er ihn benötigte. Systematisch durchsuchte er die drei Zimmer. Im Schlafzimmer befanden sich auch ein großer Schreibtisch und ein Bücherschrank mit versperrten Türen. Wie ein Chirurg öffnete Holmes mit filigranen Metallhaken die Schlösser, begutachtete den Inhalt der Fächer und Laden und verschloss sie wieder. Neben einigen geschäftlichen Papieren, die ihn nicht sonderlich interessierten, fand Holmes einen Skizzenblock des Malers. Walter Sickert hatte 18 detaillierte Kreidezeichnungen der Bundeslade angefertigt. Frisch und voll Tatendrang erschien der Detektiv zum Abendessen, wo er Watson mitteilte: Der Fall kommt in die entscheidende Phase. Halten Sie sich bereit, Watson. Warum schlagen wir nicht sofort zu, bevor noch mehr Unheil angerichtet wird? Wir müssen die Gruppe endgültig vernichten. Es geht nicht an, dass in 10, 20 Jahren neue Männer Moriartys Gedanken umsetzen. Wir sind dann nicht mehr am Leben und können nicht mehr eingreifen. Wir müssen hier und jetzt jedes Detail klären. Erst wenn wir völlige Gewissheit haben, schlagen wir zu und nehmen keine Rücksicht auf Freimaurer und Lords, die aus lächerlichen Gründen die Verfolgung dieser Verbrecher verhindern. Wie soll es weitergehen? Sie fahren nach Rolle. Sie werden mir sicher verraten, wo sich Rolle befindet. In der Schweiz, am Genfersee. Muss das sein? Die Schweiz hat sich schon einmal als tödlich erwiesen. Kommen Sie zu mir, sobald Sie zurück sind. Ich befinde mich in der Baker Street. Für das große Finale sind einige abschließende Vorbereitungen nötig. Zwei Tage war Watson unterwegs. Von Calais nahm er einen komfortablen Zug nach Paris. Die Route über die französischen Alpen nach Genf genoss der Doktor wegen der landschaftlichen Schönheit und der hervorragenden französischen Küche, deren Produkte im Speisewagen angeboten wurden. Eine Droschke brachte ihn an das Nordufer des Genfersees nach Rolle, einem idyllischen Ort zwischen Genf und Lausanne. Das Internat Le Rosay, ein verträumt wirkendes Schloss mit einem mächtigen viereckigen Turm, lag in den Weinbergen mit Blick auf den See. Er gab sich als Sir Samuel Holbrook, Onkel des Internatszöglings Leonard Holbrook, aus. Watson hoffte sehr, dass der junge Lord auf das Spiel eingehen würde, sonst wäre die Reise umsonst gewesen. Man bot Watson Kaffee und eine mehrere Tage alte Ausgabe der Times an. Die Zeit verging und dann stand ein hochgewachsener 16- oder 17-jähriger junger Mann vor ihm, der ihn beruhigenderweise sofort umarmte und Onkel nannte. Wie geht es dir denn, Leonard? Groß bist du geworden. Mir geht es blendend. Ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Du wirst im Internat wohnen, Onkel Sam. Die haben hier Zimmer für Angehörige. Dann können wir in Ruhe miteinander plaudern. Davon mache ich gerne Gebrauch, Lenny. Nachdem Watson seine Koffer auf das Zimmer gebracht, sich nach der langen Reise erfrischt und etwas ausgeruht hatte, lud er Leonard zu einem Abendessen in die Auberge de Bouneau ein. Bei einer Tasse Kaffee und einem Glas Cognac begann Watson dem jungen Holbrook den Grund seines Besuches darzulegen. Er hatte sich entschlossen, mit der vollen Wahrheit herauszurücken. Leonard wirkte zu intelligent, um sich täuschen zu lassen. Mein Freund Sherlock Holmes und ich ermitteln in einem sehr ernsten Fall. Und wir hoffen, dass Sie, Leonard, uns Informationen zu Aaron Crowley und seinem Orden geben können. Wir würden gerne mehr über die Persönlichkeit von Mr. Crowley und seine Tätigkeit erfahren, soweit Sie Einblick bekommen konnten. Woher wissen Sie von meiner Verbindung zum Order of the Ark? Sherlock Holmes hat mit Ihren Eltern Verbindung aufgenommen und Ihr Vater hat ihn darauf hingewiesen. Dann wissen Sie auch von meiner peinlichen Verfehlung. Nein, unser Wissen ist abstrakt und wir hoffen, Sie können uns weiterhelfen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Dr. Watson, schlage ich einen Spaziergang am See vor. Mir fällt es leichter zu erzählen, wenn wir unbeobachtet sind. Die Seepromenade war um diese Zeit menschenleer. Die Sichel des zunehmenden Mondes spiegelte sich in den dunklen Wassern des Lac Léman, der seinerseits die Form einer Mondsichel hat. Ich war noch sehr jung und neugierig und geschmeichelt, als mich der reiche Mr. Crowley immer wieder zu Gesprächen in sein Haus bat. Er fragte mich nach meinen Zielen und Träumen und legte mir seine Weltanschauung dar. Mir imponierten die für mich völlig neue Gedankenwelt und die Pracht, mit der er sich umgab. Und ich bemerkte nicht, wie er mich immer weiter in eine bestimmte Richtung drängte, die er mit Radix umschrieb.
Eine Möglichkeit, in die Tiefe der Seele, der Welt und des Universums einzudringen, wie er behauptete. All das entpuppte sich letztendlich als gefährliche Illusion, an die er aber selbst zu glauben scheint. Wäre es möglich für Sie, mir mehr über diese Illusion zu erzählen? Ich konnte die Angelegenheit mit einem Tutor im Internat aufarbeiten. Aber die Erinnerung daran bewegt mich noch immer. Ich möchte lieber nichts dazu sagen. Hatte es mit Rauschmitteln zu tun? Ja, er nimmt alles, was er kaufen kann. Von Morphium über Kokain bis zum Opium. Er muss sehr reich sein, denn diese Substanzen sind zwar überall in London erhältlich, aber kaum zu bezahlen. Ich weiß. Ich bin Arzt und ein Freund von mir war jahrelang der Sucht verfallen. War das der Detektiv? Ja. Holmes injizierte sich Kokain, um dem in seinen Augen langweiligen Dasein zu entkommen. Zum Glück lässt er seit längerer Zeit die Finger davon. Mr. Crowley gab mir bei meinen Besuchen in Selford Castle zu essen und zu trinken. Und ich fühlte mich nach jedem Mal freier und glücklicher. Ich befand mich in einem Schwebezustand, den ich damals nicht auf Rauschmittel zurückführte, sondern auf die belebende Freundschaft mit Crowley. Ich wollte immer wieder und immer öfter in seiner Gesellschaft sein, die mir völlig neue Perspektiven eröffnete, wie ich fälschlicherweise glaubte. Eines Abends, nachdem ich ein leichtes Mahl mit ihm eingenommen hatte, glitt ich in eine Art Trance. Und er kündigte an, er werde mich an einem Geheimnis teilhaben lassen, das mein Leben verändern werde. Es war letztlich eine rein körperliche Angelegenheit. Und als ich mich am nächsten Tag ausgenüchtert daran erinnerte, erzählte ich in meiner Verwirrung meinem Vater davon, der völlig außer sich geriet und mich zu Verwandten nach Schottland brachte. Schließlich sandte man mich in dieses Internat, und das erwies sich letzten Endes als Glücksfall. Ich konnte mit jemandem in aller Ruhe über das Geschehene reden. Was hat Ihnen Mr. Crowley von seiner Weltanschauung und seinen Plänen verraten? Er sagte, ich könnte in der Hierarchie des Ordens durch Verdienst, aber auch durch Werke immer höher aufsteigen. Ich vermute sehr, er meinte damit weitere peinliche körperliche Verrichtungen. Und mit jedem Rang, den ich erreichte, würde ich in neue Geheimnisse eingeweiht. Ich bekam damals ein Buch, in dem für mich Unverständliches geschrieben stand. Es wäre äußerst wichtig für Sherlock Holmes und mich, einen Blick in diesen Text werfen zu können. Kein Problem. Ich gebe Ihnen das Buch mit. Watson nahm die goldene Schatulle, in dem sich ein schmales, in schwarzes Leder gebundenes Buch befand, mit in das Gästezimmer des Château du Rosay und begann zu lesen. Das erste Kapitel befasste sich ausführlich mit dem Alten Testament. Der Begriff Testament wurde analysiert und als Bund, als Abkommen des Volkes mit Gott erklärt. Das Alte Testament sei, so behauptete der Verfasser dieses Kapitels, der Schlüssel zum Verständnis von Religion, Politik, Literatur und Geschichtsschreibung. Das Samenkorn, die Wurzel allen Könnens und Wissens auf diesen Gebieten, sei in den Schriften des Alten Testaments enthalten. Gezeichnet war dieser Abschnitt des Buches mit M. Das zweite Kapitel erzählte vom Bau des Tempels des Königs Salomon und von der Bundeslade. Ausführlich wurde das Alte Testament, Exodus 25, zitiert, wo Gott Moses folgende Anweisung gibt. Mach eine Lade aus Akazienholz, 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch. Überzieh sie innen und außen mit purem Gold und bring daran ringsherum eine Goldleiste an. Gieß für sie 4 Goldringe und befestige sie an ihren 4 Füßen. 2 Ringe an der einen Seite und 2 Ringe an der anderen Seite. Fertige Stangen aus Akazienholz an und überzieh sie mit Gold. Steck die Stangen durch die Ringe an den Seiten der Lade, sodass man die Lade damit tragen kann. Über den Verbleib der Bundeslade berichtete das Schwarze Buch, in dem es das zweite Buch der Makkabäer zitierte. Jeremia, der Prophet, ging hinaus zu dem Berg, auf dem Moses mit Gott gesprochen hatte. Dort fand er eine Höhle wie ein Haus. Er trug die Lade hinein, dann verschloss er den Eingang. Auch dieser Teil des Buches war mit M unterschrieben. Aufmerksam betrachtete Watson die goldene Schatulle, in der sich das Schwarze Buch befunden hatte. Es handelte sich eindeutig um eine verkleinerte Nachbildung der Bundeslade, wie sie hier beschrieben wurde. Dann wandte er sich wieder der Lektüre des Buches zu. Im dritten Kapitel behauptete der Verfasser, dass Gral und Bundeslade ein und derselbe Gegenstand seien und dass ihm der Inhalt der Lade bekannt sei. Dumm nur, dass damit das Buch endete. Es enthielt keine weiteren Abschnitte. Enttäuscht und ruhelos wanderte Watson im Zimmer auf und ab, bis er ein Klopfen an der Tür vernahm. Leonard Holbrook stand in einem bodenlangen weißen Nachthemd auf dem Gang,
in der rechten Hand eine grüne Flasche. Ich kann nicht schlafen. Darf ich? Watson bat ihn einzutreten. Lenny stellte die grüne Flasche auf den Tisch und bat Watson um Gläser, die dieser auf einem Wandschrank fand. Dann füllte der junge Holbrook ganz wenig Flüssigkeit in die Gläser. Alkohol ist uns strikt verboten, aber zur Feier des Tages. Ich habe in Ihrem Buch gelesen. Eine wirklich interessante Lektüre, der krönende Abschluss fehlt. Auf den krönenden Abschluss. Mr. Crowley hat mir weitere Kapitel des Buches versprochen, je nach den Fortschritten, die ich beim Orden von der Bundeslade machen würde. Was immer er damit meinte. Ich werde mich jetzt zur Ruhe begeben und ich denke... Ja, werfen Sie mich nur hinaus. Aber eines muss ich Ihnen schon sagen. Ich hätte Sie wirklich gern als Onkel. Gute Nacht, Lenny. Schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Im letzten Punkt irrte Watson. Er hatte zwar nur einen Schluck von dem Whisky getrunken, fühlte sich aber, als habe er ein stundenlanges Gelage hinter sich. Wahrscheinlich die lange Reise, vermutete der Doktor, legte sich in das ungewöhnlich weiche Bett und glitt in eine Welt der schlimmsten Albträume. Nach Luft ringend erwachte der Doktor. Es dauerte einige Minuten, bis er wusste, wo er war. Dann überkam ihn eine so heftige Übelkeit, dass er kaum das Badezimmer erreichen konnte, bevor er sich erbrach. Vor Erschöpfung und Kälte zitternd suchte er wieder die Wärme des Bettes. Was war geschehen? Der Whisky, den ihm Leonard Holbrook angeboten hatte, musste mit einem Rauschmittel versehen worden sein. Watson fiel dieses Mal in einen tiefen, traumlosen Schlaf, aus dem er am Morgen unsanft geweckt wurde. Zwei uniformierte Polizisten waren in sein Zimmer eingedrungen, rüttelten ihn wach und befahlen ihm, sich zu legitimieren. Watson kramte seinen Reisepass aus dem Jackett. Watson, Dr. John Watson. Und Sie geben vor, der Onkel von Monsieur Leonard Holbrook zu sein? Das kann ich erklären. No, Sie kommen mit auf die Wache, eh? Tatsächlich landete Watson in der Gefängniszelle der örtlichen Polizei. Im anschließenden Verhör, zu dem ein Dolmetscher hinzugezogen wurde, fragte man ihn immer wieder, was ihn dazu veranlasst habe, sich als Onkel von Leonard Holbrook auszugeben und welches schreckliche Rauschgift er dem armen Jungen eingeflößt habe. Was ist mit Leonard? Er wurde in die Hospital gebracht, wo er öffentlich gerettet werden kann. Man hat ihn ohnmächtig aufgefunden. Watson erhoffte sich eine Klärung der peinlichen Lage, sobald der junge Holbrook fähig war zu sprechen. Er suchte aber auch ein Telegramm an einen gewissen Sherlock Holmes zu schicken, nach London in die Baker Street. Große Schwierigkeiten, Hilfe dringend nötig, Watson, war der Wortlaut des Telegramms, den die Polizeibehörde von Rolle nach langer Beratung genehmigte. Ein perfider Anschlag auf das Leben des jungen Mannes, geschickt auf die geheimen Laster junger Männer abgestimmt. Ein Glück, dass Sie und der Junge nur wenig von dem Whisky getrunken haben. Der Detektiv hatte sich persönlich in die Schweiz begeben, um dem Doktor beizustehen. Watson war nun in einer Pension in Rolle am Genfersee untergebracht. Aus dem Gefängnis war er entlassen worden, nachdem der junge Holbrook bei der örtlichen Polizei zu seinen Gunsten ausgesagt hatte. Die Schweizer Beamten fanden heraus, dass eine mit Morphium präparierte Flasche Whisky, die man Leonard per Post zugesandt und die dieser für einen besonders feierlichen Augenblick aufbewahrt hatte, Schuld am Zustand der beiden gewesen war. Nicht nur, dass Sie einen neuen Freund gewonnen haben, diesen außergewöhnlich intelligenten jungen Mann, Doktor. Sie haben mit Ihrer Reise in die Schweiz ganz wesentlich zur Klärung unseres Falles beigetragen. Sehr freundlich von Ihnen, Holmes. Ein netter Versuch, mich zu trösten. Man soll aus den Missgeschicken seines Lebens die richtigen Schlüsse ziehen. Und die wären in Ihrem Fall? Mich ausschließlich meinen eigenen Belangen zu widmen und mich nicht in Ihre Arbeit einzumischen. Aber, mein lieber Watson, Sie haben sich nicht eingemischt. Ich hatte Sie um Hilfe gebeten, so wie ich Sie jetzt ersuche, mich in diesem Fall weiterhin zu unterstützen. Dann müssen Sie mir einiges erklären. Ich sehe nichts als Chaos. Man macht oft den Fehler, nur das zu sehen, was man versteht. Ach. Was verwirrt, blendet man aus. Aha. Dabei ist jedes Detail von Bedeutung. Jedes Steinchen im Mosaik trägt zum Gesamtbild bei. Ein solcher Punkt in unserem Fall ist die Aufschrift im Hauseingang der Goldston Street. Die Jews sind nicht die Männer, denen man die Schuld nicht anlasten kann. Ja? Wir wissen nicht genau, wer das geschrieben hat und warum es geschrieben wurde. Tatsache ist jedoch, dass diese Worte existieren. Und das zweimal. Im Jahr 1888... und jetzt wieder, im Frühling des Jahres 1921. Dieses Mal unterschrieben mit M. Ja, aber... Als Freimaurer, lieber Watson, wissen Sie, wer die drei Jews waren.
Soweit ich mich erinnere, sind das die Männer, welche den Erbauer des Salomonischen Tempels ermordeten. Die Jews, Jubela, Jubelo und Jubelum, waren die Mörder des Baumeisters Hiram, der Freimaurerlegende zufolge. Die Ripper-Morde weisen in grausigen Details Parallelen zu der Art auf, wie die Jews für ihren Mord an Hiram bestraft wurden. Und dies ist ein wichtiger Hinweis für uns, wie wir weiter vorzugehen haben. Inwiefern? Was meinen Sie damit, Holmes? Das ist doch eindeutig. Wir werden die drei Jews unschädlich machen. Diese Vipern sollen an ihrem eigenen Gift verenden. Und daher schlage ich vor, dass wir unverzüglich nach England zurückkehren. Aber nicht, bevor ich mich von Leonard verabschiedet habe. Selbstredend. Mit Watson und Inspektor Lestrade vom Yard, der Sickert die letzten Tage hatte überwachen lassen, begab sich Sherlock Holmes in das Gebäude des Athenium Clubs. Sickert war in den vergangenen Tagen sichtlich gealtert. Seine Haut wirkte grau, dunkle Ringe lagen unter seinen Augen und das nicht nur, weil er das Haus nicht verlassen durfte. Eine Katastrophe. Wichtige Teile meines Lebenswerks wurden durch diesen Brand zerstört. Die Arbeit der letzten 5 Jahre ist vernichtet. Und ein Mensch kam in der brennenden Galerie um. Ja, der Attentäter, der Wahnsinnige, der mein Werk zerstört hat. Sie irren, Mr. Sickert. Der Mann ist selbst ein Opfer. Er wurde von denen, die den Brand gelegt hatten, betäubt, vermutlich mit Äther, und in die Räume der Modern Art Galerie gebracht. Er hatte vermuten, wie er auf der Suche nach seiner Freundin zu viel über die wahren Täter erfahren. Jedenfalls brauchen wir jetzt Ihre Hilfe, Sickert. Ich wüsste nicht, wie... Aber ich weiß es. Sie werden ein Gemälde von Mr. Radcliffe aus Boston anfertigen, und zwar in Rekordzeit. Dann wird unser Freund Holding einen Zeitungsartikel über die wunderbare Rettung der meisten ihrer Bilder verfassen, mit einem Foto, das sie mit dem Gemälde zeigt, auf dem Radcliffe abgebildet ist. Aber... Was benötigen Sie dazu? Das Bild muss morgen Vormittag fertig sein. Der Fotoreporter kommt um 10 in den Club. Der Artikel soll übermorgen erscheinen. Das ist doch gefährlich. Ja. So gefährlich, wie sich mit dem Order of the Ark einzulassen. Bei diesen Worten zog Holmes den Skizzenblock, den er in Sickerts Tresor in dessen Zimmer im Fairmount Hotel entdeckt hatte, aus seinem Paletot. Auch Sie sind ein Bruder des Ordens, Sickert. Leugnen hat keinen Zweck. Ich leugne ja nicht. All das Unheil, das über mich, Mona Hatfield, ihren Vater und ihren Freund hereingebrochen ist, hat damit zu tun, dass ich dieser Gruppe nicht länger angehören will. So, so. Zwei Angestellte des Athenium Clubs brachten Staffelei, Leinwand, Kreiden, Ölfarben und Pinsel in Sickerts Zimmer. Es geht nicht. Ich male nur nach Modellen oder Bildern. Ich kann es nicht. Ich sehe den Mann nicht vor meinem inneren Auge. Dem kann abgeholfen werden, sagte Holmes und bat Inspektor Lestrade, einen Beamten mit einem schnellen Fahrzeug nach Sussex in die South Downs zu schicken, in ein Landhaus. Er übergab dem Inspektor, der darauf bestand, die Fahrt selbst zu übernehmen, einen Brief, in dem gebeten wurde, Sherlock Holmes und Scotland Yard ein bestimmtes Gemälde leihweise zu überlassen. Damit verzögert sich die Veröffentlichung in der Times zwar um einen Tag, aber sie wird umso wirkungsvoller sein. Die Times hatte den Bericht ihres Sonderkorrespondenten auf Seite 5 platziert, mit einem ungewöhnlich großen Foto, das Walter Sickert neben einem Gemälde zeigte, auf dem Radcliffe abgebildet war. Es verging ein halber Tag, bis Miss Lomax einen Besucher meldete, der Mr. Sickert und natürlich Sherlock Holmes sprechen wollte. Der Mann, der einen Stock benutzte und leicht hinkte, stellte sich als Ronald Portland vor, seines Zeichens Kunstmäzen, der den so schwer getroffenen Maler unterstützen wolle. Ich kann den Bildern von Mr. Sickert einen würdigen Rahmen in einer Galerie geben und möchte ihn nach diesem schweren Schlag auch finanziell unterstützen. Wo sind denn die Bilder und wo ist denn der Künstler? Holmes ließ Miss Lomax Tee und Sandwiches bringen und entfernte sich nach einer Entschuldigung aus dem Zimmer. Durch die Glasscheibe, die im Arbeitsraum verspiegelt war, konnte er beobachten, wie der Fremde aus einer Tasche seines Jacketts ein braunes Fläschchen zog und dessen Inhalt in die Teetassen goss, die für Holmes und den Maler bestimmt waren. Mit Dr. Watson, der ebenfalls im Nebenraum gewartet hatte, kam der Detektiv in das Arbeitszimmer zurück. Darf ich Ihnen meinen Mitarbeiter Dr. Watson vorstellen? Bitte noch ein weiteres Gedeck für Mr. Sickert. Wenn Sie dem Doktor folgen wollen, er bringt Sie in das Gästezimmer zu unserem Künstler. Sherlock Holmes entfernte, als er allein im Raum war, die von dem Fremden manipulierten Teetaschen vom Tisch, ersetzte sie durch frische und träufelte aus einem der Fläschchen seines Labors in zwei der Tassen einige Tropfen einer milchigen Flüssigkeit. Die restlichen Bilder sind vorübergehend im Keller des Gebäudes untergebracht. Ich werde sie Ihnen nach einer kleinen Erfrischung zeigen.
Die Männer kehrten zu Holmes zurück und aßen Sandwiches und tranken Tee. Schon nach dem ersten Schluck wurde der Fremde unruhig. Er betrachtete das Getränk, dann roch er vorsichtig daran. Schließlich nahm er einen weiteren Schluck, dessen Geschmack er prüfte. Portlands Augen weiteten sich erschreckt. Er spuckte die Flüssigkeit auf den Boden und ließ die Tasse auf den Tisch fallen, dass sie zerbrach und ihr Inhalt langsam im Tischtuch versickerte. Mit dem Tee ist etwas nicht in Ordnung. Aber nein, ich denke, er schmeckt wie immer. Sie haben die Tassen vertauscht, Sie Teufel! Sowohl der Maler als auch der Fremde begannen zu schwitzen und über Übelkeit zu klagen. Schließlich litten sie in Atemnot. Die Substanz, die ich Ihnen verabreicht habe, ist Mescalin. Eine relativ ungefährliche Substanz aus einem Kaktus namens Piotl gewonnen. Ich halte das für ethisch nicht vertretbar und möchte als Arzt damit nicht in Verbindung gebracht werden. Dann muss ich Sie ersuchen, einen Spaziergang zu unternehmen. Doch der Doktor blieb sitzen. Hat die Neugier Ihre Skrupel besiegt, Watson? Ich bleibe, um den Herrn, wenn nötig, medizinischen Beistand zu leisten. Das ist wirklich freundlich von Ihnen, mein lieber Watson. Der Detektiv stellte gezielte Fragen an die beiden Männer, die diese zwar in der Artikulation undeutlich, aber ohne jede Zurückhaltung beantworteten. Langsam lallten sie letzte Worte, dann sackte der Maler in sich zusammen und schlief ein. Dasselbe geschah wenige Augenblicke später mit dem dunkelhaarigen Fremden. Holmes suchte das Badezimmer auf und kehrte wieder mit seinem geöffneten Rasiermesser, dessen Schneide er an den Hals des besinnungslosen Portland setzte. Sind Sie absolut verrückt geworden, Holmes? Tun Sie es nicht! Der Augenschein trügt. Ich werde unseren Freund rasieren und dann werden auch Sie erkennen, um wen es sich handelt. Sorgfältig schabte der Detektiv den schwarzen Bart von Wange und Kinn des Fremden. Erkennen Sie ihn, Watson? Nein, natürlich nicht. Obwohl Ihnen seine Gesichtszüge nicht ganz unbekannt sind. Denken Sie nach. Denken Sie zurück an unseren ersten gemeinsamen Ausflug in die South Downs nach Lamberley. An den Fall des Vampirs von Sussex. Aber natürlich! Jack Ferguson, der seinen Stiefbruder mit Pfeilgift töten wollte. Und der seitdem seine gesamte Familie ausgerottet hat. Der als einer der drei Jews Unheil nach Sussex gebracht hat. Er kommt zu sich. Was wollen wir mit ihm tun? Wir transportieren ihn in das Gästezimmer und ersuchen ihn, ein Geständnis zu verfassen und zu unterschreiben. Packen Sie an, Watson. Nehmen Sie ihn an den Beinen, aber vorsichtig wegen seines Rückenleidens. Er trägt heute sein Stützkorsett nicht. Er wollte nicht, dass ich ihn erkenne. Sie haben ihn als Erwachsenen gesehen, Holmes? Natürlich. Er war zu Gast im Hotel, gab sich als Mr. Radcliffe aus Boston aus. Seine Yacht lag in der Bucht. Er brachte Gift und Tod für Menschen und Pflanzen. Und wann haben Sie ihn wiedererkannt? Nicht gleich. Erst als ich das Gemälde im Landhaus der Fergusons sah, das den etwa 30-jährigen Jackie darstellt, wusste ich, was gespielt wird. Was haben Sie mit mir vor? Sie werden ein Geständnis schreiben und dann verständigen wir Scotland Yard. Ich verstehe nicht ganz. Warum ein schriftliches Geständnis? Wir können die Polizei sofort kommen lassen. Nach einer Viertelstunde sah er, was Holmes bezweckt hatte. Als sie den Raum wieder betraten, fanden sie den leblosen Körper von Jack Ferguson. Er hatte das Gift getrunken, das für den Maler und für Holmes bestimmt gewesen war. Auf das Blatt Papier, das ihm Holmes auf den Tisch gelegt hatte, hatte er drei Wörter geschrieben. Akazie und für immer. Hier irrt Jack Ferguson ein weiteres Mal. Holmes, elegant und jugendlich, mit einer schweren Aktentasche aus beigem Leder in der Hand, steuerte die Einfahrt von Salford Castle an. Die Eisentore zum Schloss öffneten sich, kurz nachdem Holmes den Klingelknopf betätigt hatte. Wirklich überrascht war der Detektiv, als ihm die Tür zum Schloss von jemandem geöffnet wurde, den er kannte. Aber was für eine Veränderung war in diesen wenigen Tagen im Gesicht von Anne vor sich gegangen. Er hatte sie als Hausmädchen von Sir Alfred und Lady Holbrook kennengelernt, als strahlend junges Mädchen mit gesunden roten Wangen. Vor ihm stand ein bleiches, blutleeres Geschöpf mit wirrem, fettigem Haar und entrücktem Blick, das ihn in seiner Verkleidung nicht erkannte. Ein beleibter Mann, Anfang 50, begrüßte Holmes. Er war in einen schwarzen Umhang gehüllt, ähnlich dem eines Mönchs. Ich bin der Meister des Order of the Ark. Und wer sind Sie? Ich bin Stuart Milford, Verleger in London, Milford Press. Ich interessiere mich für Ihre Texte, Meister. Ein günstiges Geschick
führt sie zu mir, Milford. Ich habe soeben das Manuskript meines Opus Magnum vollendet und suche einen würdigen Partner, es an die Öffentlichkeit zu bringen. Das habe ich gespürt. Eine unbezwingbare Energie hat mich auf die Reise zu Ihnen geführt. Mein Buch ist die Bibel des Order of the Ark. Eine Sensation, die dieses Jahrhundert formen wird. Sie machen mich wirklich neugierig. Ist es möglich, einen Blick in das Manuskript zu werfen? Natürlich. Gegen einen entsprechenden Vorschuss auf das Honorar werde ich es Ihnen gerne anvertrauen. Holmes händigte Aaron Crowley eine Visitenkarte aus und öffnete seine Aktentasche, der er ein Paket entnahm. Die Substanz, aus der Visionen sind. Mit gierigem Blick, wobei er immer wieder seine weißbelegte Zunge vorschnellen ließ, öffnete Aaron Crowley das Paket und fand in ihm jenes weiße Pulver, aus dem er und seine Jünger Kraft und Fantasie bezogen. Heroin von höchster Qualität. Er befeuchtete seinen Zeigefinger, steckte ihn in das Opiat und leckte gierig daran. Sie werden nun Gelegenheit haben, Mr. Milford, an einer Zeremonie des Ordens teilzunehmen. Ich will Ihnen die Kraft und die Herrlichkeit der Bundeslade demonstrieren. Zuvor ersuche ich Sie aber um Ihren Teil unserer geschäftlichen Abmachung. Das Manuskript Ihres großen Werkes. Holmes beobachtete mit Interesse den Meister des Order of the Ark, der aus seiner schwarzseidenen Kutte eine kleine Glocke zog, mit der er das Hausmädchen herbeirief. Er gab Anne den Auftrag, die heilige Lade in die Bibliothek zu bringen, für ein wunderbares Sakrament, das er mit dem Gast aus London feiern würde. Die Bedienstete verließ unsicheren Schrittes den Raum, wobei ihr Crowley lange mit Wohlgefallen nachblickte. Es ist nicht leicht, geeignetes Personal zu finden. Das kann ich mir denken. Es ist schon ein Problem in London. Und wie viel schwieriger muss das auf dem Land sein? Sie ist ein Rohdiamant, den ich zu schleifen begonnen habe. Anne kehrte mit einer goldenen Truhe, die sie behutsam auf den Schreibtisch stellte, in den Saal zurück. Aaron Crowley nickte ihr zu. Das Mädchen verließ lautlos den Raum. Mit einem goldenen Schlüssel, den er an einem Band um den Hals trug, öffnete Meister Crowley die Schatulle und entnahm ihr ein umfangreiches, handgeschriebenes Konvolut, dem Zeichnungen beigefügt waren. Holmes sah auf den ersten Blick, dass diese von Walter Sickert stammen mussten. Holmes studierte das Material, erkannte aber sofort, dass der Inhalt nichts mit den bereits von ihm analysierten Büchern zu tun hatte. Inzwischen griff Crowley erneut in die goldene Lade und zog ein mächtiges Schlachtmesser heraus. Holmes beobachtete ihn genau aus den Augenwinkeln, jederzeit zum Sprung bereit. Aber die Vorsicht war nicht nötig. Aaron Crowley brachte sich mit der scharfen Klinge Selbstschnitte in der Form des Buchstabens M in den Unterarm bei. Als die Wunde zu bluten begann, streute er Heroin darauf, spuckte auf das Pulver und verrieb es. Es ist ausgezeichnetes Material. Woher haben Sie es? Wir importieren es aus Burma und verfeinern es. Es ist das Beste, das Sie in unserem Land bekommen können. Haben Sie in Ihrem Manuskript auch über Jack geschrieben? Jack? Jack. Jack the Ripper. Jack the Ripper? Jack the Ripper. Die heilige Dreifaltigkeit. Die drei Jews. Jews. Colonel Moran hat Ihnen gezeigt, wie man es macht. Er war mein Lehrer. Aber jetzt, bin ich größer als er. Größer als Sie alle. Der Größte. Sie sind der Größte, Crowley. Ich bin der Größte. Colonel Sebastian Moran hat die erste Frau getötet. Weil sie zu viel von ihm wusste. Sie hatte ihm Schriftstücke gestohlen, als er sich mit ihr vergnügte. Schriftstücke mit Material, mit dem die Spitzen der Gesellschaft erpresst werden konnten. Bis hinauf zum Königshaus. Bis zum homosexuellen Prinzen. Sie gab die Schriftstücke nicht heraus, obwohl er ihr das Messer ansetzte. Die Dokumente sind in der Wohnung einer Freundin, behauptete sie. Wohnung, Freundin! Von Freundin und Wohnung keine Rede. Dreckige, geschlechtskranke Huren waren es, die, wenn überhaupt, irgendwo in verwanzten Dreckshöhlen hausten. Und dann glaubte die Hure noch besonders schlau zu sein. Tun Sie mir nichts, sagte sie. Ich habe sie meinen Freundinnen beschrieben. Sie wissen von ihnen und nannte ihm die Namen der Frauen, das einfältige Stück. Als er das wusste, brauchte er sie nicht mehr. Er konnte die Hure schlachten. Und Sie sahen zu und lernten. Ja, wir haben von da an selbstständig gearbeitet. Jedes Mal besser, jedes Mal gründlicher. Die Frauen, die von Moran wussten, beseitigten wir der Reihe nach. Sie und Ihr kleiner Bruder.
Ja, ich und mein geliebter Alistair. Der Kutscher, der sie von den Tatorten wegbrachte, hieß Rupert. Rupert Hatfield. Dumm nur, dass zwei der Frauen den Namen Kelly trugen und sie zuerst die falsche erwischten. Kein Problem. Es machte uns Spaß. Ihr kleiner Bruder war immer dabei? Alistair begleitete mich überall hin. Er ging durch meine Schule. Er ist für Großes außersehen. Wo hält sich Ihr Bruder derzeit auf? Er ist auf den Kontinent gereist, nach Deutschland, um die Menschen dort zu erwecken. Große Ereignisse kündigen sich an. Alistair ist Ihr Prophet. Und warum haben Sie mit den Tötungen aufgehört? Ich musste aufhören. Moraine zwang mich dazu. Obwohl Sie auch danach immer wieder... Wir machten weiter, ja. Aber Moraine sollte nichts davon wissen. Ich habe beim Blättern in Ihrem Manuskript gesehen, dass Sie ein Kenner des Tanach des Alten Testaments sind, Meister. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Ein Werk von unendlicher Bedeutung, wenn man es richtig auslegt. Erläutern Sie mir bitte, was Sie damit meinen. Wenn man den Mut aufbringt, selbstständig zu denken, zu zweifeln, ob das Gute wirklich gut und das Böse wirklich schlecht ist, wird der Tanach zu einem Quell unendlicher Kraft. Ich beweise das in meinem Buch Schritt für Schritt. Nehmen Sie die Schöpfungsgeschichte und die Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies. Die Früchte des Apfelbaums, von der Schlange beschützt, ermöglichen den Menschen einen Blick hinter die Fassade des Seins. Das machthungrige Wesen, das sich Jehova nennt, verbietet seinen Untertanen davon zu essen. Es geht ihm ausschließlich um den Erhalt seiner Macht. Und er bestraft sie und den Wächter des Baums, indem er die Angst in die Welt schickt. Ein brutaler Gott der Macht und der Angst. Klar ist aber auch, dass es ein Mittel gibt, ihn und die Angst zu besiegen und selbst zu herrschen. Erzählen Sie, Mr. Crowley, wie ist das möglich? Indem Sie die Früchte des Baums essen. Was meinen Sie damit? Das wissen Sie doch, Mr. Milford. Aaron Crowley zeigte auf das Paket mit dem weißen Pulver, das Holmes mitgebracht hatte. Ach, jetzt verstehe ich. Noch eine Portion, Meister? Ja, diese Substanz ist traumhaft gut. Warten Sie. Aaron Crowley fügte sich einen weiteren tiefen Schnitt in den rechten Unterarm zu. Sonst dauert es zu lange. Er rieb sich eine erhebliche Menge Heroin, das sich mit dem Blut zu einem rosafarbigen Brei vermischte, in die Wunde. Mein Gott! Holmes entnahm Crowleys Umhang die silberne Glocke, mit der er das Hausmädchen in die Bibliothek rief. Erkennen Sie mich nicht, Anne? Wir begegneten uns, als Sie noch für Sir Alfred und Lady Holbrook arbeiteten. Als Holmes Ihre früheren Dienstgeber erwähnte, huschte ein wehmütiges Lächeln über Ihr Gesicht. Kommen Sie mit, Anne. Ich bringe Sie zurück zu den Holbrooks. Das ist nicht möglich. Mir ist nicht zu helfen. Das sehe ich anders. Ich werde als Fürsprecher für Sie auftreten. Was ist mit ihm? Er lebt, aber er wird nie wieder jemandem schaden. Ich habe seinem Drogenrausch abgelegtes Geständnis auf Magnetband aufgezeichnet. Lestrade freut sich schon darauf, Ihnen Gewahrsam nehmen zu können. Kommt Sie, Anne. Ich bringe Sie zurück zu den Holbrooks. Mit Anne am rechten Arm und seiner Aktentasche mit Aaron Crowleys Manuskript in der linken verließ der Detektiv Salford Castle. Wir machen einen Besuch, Watson. Einen Besuch bei einer Dame. Watson blickte von der Times auf, die er gerade im gemeinsamen Arbeitszimmer in der Baker Street beim Frühstück durchblätterte. Ich hoffe, es wird zur Abwechslung etwas Erfreuliches. Nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen. Wir machen einen Ausflug nach Manchester. Ein Hansom Cab brachte die beiden Männer zur Euston Station, von wo sie ein Zug in den Norden Englands beförderte. Watson machte keinen weiteren Versuch, mehr über den Grund der Reise herauszufinden, protestierte jedoch, als Holmes den Zug schon 16 Meilen vor Manchester in Macclesfield verließ. Im Dorfpub nahmen sie in Ruhe ein Mittagsmahl ein, genehmigten sich sogar ein Bier, um sich dann nach einer Transportmöglichkeit zu erkundigen. Wir haben seit kurzem ein Taxi im Ort, das zum gleichen Preis wie die Droschke fährt. Aber natürlich viel schneller, erklärte der Wirt. Watson konnte letzten Endes Holmes, der jede Art von Kraftwagen skeptisch gegenüberstand, überreden, das Automobil zu mieten. Ihm war nun klar, warum Holmes auf diese umständliche Art nach Manchester reiste. Er wollte sicher sein, dass sie nicht verfolgt wurden.
Nach dem Essen und dem Bier überkam Holmes und Watson eine angenehme Müdigkeit. Und die Fahrt im Taxi verlief, entgegen den Befürchtungen des Detektivs, so reibungslos, dass die beiden Männer immer wieder eindösten, bevor sie der Fahrer eine Dreiviertelstunde später in Manchester vor dem Haus 37 Elm Street absetzte. Bed and Breakfast verkündete ein Schild und ein zweites wies darauf hin, dass derzeit keine Zimmer frei waren. Ein Polizist öffnete die Tür zum Haus. Holmes und Watson wiesen sich aus, dann durften sie das Gebäude betreten. Und schon kam Mona Hatfield auf die beiden Männer zu. Ich bin so froh, Sie zu sehen, Mr. Holmes. Es ist zum Verzweifeln hier. Nicht einmal zum Begräbnis meines Vaters durfte ich. Und dann die Nachricht von Lukes Tod. Ich freue mich, Sie gesund wiederzusehen, Miss Hatfield. Sherlock Holmes umarmte das Mädchen, was Watson verwunderte. So viel Emotion zeigte der Detektiv selten. Ja, es sind schreckliche Dinge passiert, Miss Hatfield. Darum mussten besondere Vorkehrungen getroffen werden. Es war zu gefährlich für Sie und für die Familie von Walter Sickerts Schwester, sie weiterhin in ihrem Haus zu belassen. Sie mussten von der Polizei professionell beschützt werden. In all dem Unglück, das uns zugestoßen ist, waren Sie, Mr. Holmes, ein wunderbarer Schutzengel. Vielen Dank. Miss Mona, ich bin so glücklich, dass Sie am Leben sind. Ich freue mich, Sie zu sehen. Mona Hatfield eilte gerührt in die Küche, um für die beiden Männer eine Stärkung zuzubereiten. Wer war eigentlich die tote Frau, die man für Mona Hatfield hielt? Eine arme Prostituierte, die man ermordete. Der Polizeimediziner Dr. Willows entfernte ihren Kopf, damit eine Identifizierung unmöglich wurde. Ist er etwa Jack the Ripper? Nein. Ich denke, die Identität des Rippers haben wir endgültig geklärt. Die beiden Brüder Crowley, angestiftet von Colonel Moran, sind für die Morde verantwortlich. Dr. Willows ist ein sehr enger Freund des Malers Walter Sickert, der mit dieser gewagten Aktion Mona in Sicherheit bringen wollte und sie bei seiner Schwester hier in Manchester einquartierte. Einen Augenblick noch. Der Tee und ein paar Sandwiches kommen in Kürze. Dann kam Mona mit einem Tablett mit dampfendem Tee, Milch, Zucker und Sandwiches auf die Terrasse. Aus Sparsamkeitsgründen hatte man vielerorts Kuhmilch durch Schafmilch ersetzt und Holmes hasste den süßlichen Geschmack jener Milch seit seiner Kindheit. Während Mona und Watson bedenkenlos die Milch in ihre Tassen schütteten, bevor sie mit Tee aufgossen, betrachtete Holmes kritisch den Inhalt der Kanne und schnupperte daran. Schließlich entschied er sich, darauf zu verzichten. Die Stimmung an diesem milden Maitag auf der Terrasse war beinahe idyllisch. Doch der Schein trug. Mona Hatfield hatte ihren Vater und ihren Verlobten verloren und war dementsprechend verzweifelt. Ich liebe meine Heimat, die Farm, die Felder, das Meer. Ich möchte nach Sussex zurückkehren. Aber eines müssen Sie mir verraten. Ist Walter Sickert Freund oder Feind? Ich glaube, er liebt Sie. Er brachte Sie in Sicherheit, zu seiner Schwester. Und wir haben ihn außer Reichweite seiner ehemaligen Freunde gebracht. Ansonsten wäre deren Rache auch für ihn tödlich gewesen. So wie sie tödlich für ihren Verlobten und ihren Vater war. Mona Hatfield begann zu weinen. Als sie sich etwas gefasst hatte, bat sie Holmes, ihr zu erklären, warum die beiden sterben mussten. Die beiden Männer wurden getötet, weil sie skrupellosen Menschen im Weg standen. Ihr Vater benötigte Geld, um die Farm weiterführen zu können. Das war der Grund, dass er sich auf ein Geschäft einließ, dessen Art und Ausmaß er erst allmählich erkannte. Als er aussteigen wollte, beseitigte man ihn. Aber wie kam man auf meinen Vater? Es gibt doch tausende Farmen in unserem Land. Das muss mit seinem Onkel, von dem er die Farm hatte, zu tun haben. Rupert Hatfield arbeitete als Kutscher in London für Moran und die Crowley-Brüder. Sehr geschickt trat man über Luke Marker, der als Vertreter für die Manningsmühle arbeitete, an ihren Vater mit dem Vorschlag heran, eine neue Getreidesorte probeweise anzubauen. Die Männer gaben vor, sie wollten die Entwicklung von neuen, besseren Kornsorten vor der Konkurrenz geheim halten und boten ihm Geld dafür. Weil das Angebot über einen Menschen kam, dem er vertraute, ließ sich ihr Vater darauf ein. Als er aber sah, dass das Feld von einem Pilz befallen war. Das silbrig glänzende Weizenfeld. Ja. Sie entdeckten es und haben mit ihrer Aufmerksamkeit dem Land einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Ihr Vater wusste bereits davon. Er hatte erkannt, dass mit dem Getreide etwas nicht stimmte und dass die Krankheit, die es befallen hatte, eine Gefahr für das gesamte Königreich bedeuten könnte. Er mähte schließlich das Getreide ab und kippte es vermutlich ins Meer. Das war sein Todesurteil. Aber warum hat man auch Luke getötet? Ihr Verlobter war nach ihrem Verschwinden und dem Tod ihres Vaters alarmiert und verzweifelt. Er glaubte sich durch die Vermittlung des Saatgetreides für alles verantwortlich und begann auf eigene Faust zu recherchieren.
So kam eins zum anderen. Ein Räderwerk, das, einmal in Gang gekommen, nicht mehr zu stoppen war. Der Gegner war zu stark. Und er ist noch nicht besiegt. Geschwächt, aber nicht besiegt. Wie recht Sie haben, Doktor. Beim Abschied bat der Detektiv Mona eindringlich, noch einige Tage in Manchester zu bleiben. Watson und er würden sie persönlich abholen und auf ihre Farm zurückbringen. Als Watson plötzlich wie tot in die weichen Polster des Taxis zurücksank und sofort röchelnd zu schnarchen begann, fuhr es wie ein Blitz durch den Körper des Detektivs. Die Milch. Jemand hatte sie mit Gift oder einem Betäubungsmittel versetzt. Er bat den Fahrer, bei laufendem Motor auf ihn zu warten. Dann stürmte er mit gezogener Pistole auf das Haus zu, zerschoss das Türschloss und lief in die Küche. Er sah den Polizisten mit einem Küchenmesser in der Hand, wie er sich über den halb entblößten Körper von Mona Hatfield beugte. Halt! Hände hoch! Ohne das Messer von ihrem Hals zu nehmen, riss der Beamte den Körper des Mädchens nach vorn, sodass die Besinnungslose als Schutzschild für ihn diente. Die Ähnlichkeit dieses Mannes mit seinem älteren Bruder war frappierend. Es handelte sich offensichtlich um Alistair Crowley. Werfen Sie Ihre Waffe weg, sonst stirbt sie! Auf gar keinen Fall, Crowley! Wenn Sie das Mädchen verschonen, lasse ich Sie durch den Garten entkommen. Ich gebe nichts auf Ihre Versprechungen, Holmes. Es bleibt Ihnen aber nichts anderes übrig. Sie können nicht mit einer gehunfähigen Geisel flüchten. Und wenn Sie das Mädchen verletzen, erschieße ich Sie. Nehmen Sie das Risiko der einzigen Chance, die sich bietet, auf sich. Sie können mich nicht laufen lassen. Ich bin zu gefährlich. Sie überschätzen sich, Crowley. Sie sind ein Werkzeug ohne Wert, wenn Sie keinen haben, der Ihnen sagt, was Sie machen müssen. Und Ihre Herren sind außer Gefecht gesetzt. Hören Sie mir gut zu. Ich sage Ihnen, was zu tun ist. Lassen Sie das Mädchen los und laufen Sie. Mit einem ärgerlichen Schrei stieß der Mann Mona von sich, dann sprang er von der Terrasse, lief quer durch den Garten und verschwand im Strauchwerk. Holmes schaute ihm nicht einmal nach. Er untersuchte mit unruhigen Händen den Hals und den Oberkörper von Mona und sah zu seiner Erleichterung, dass sie unverletzt war und dass sie noch atmete. Bevor er sie zum Taxi trug, rief er telefonisch die Polizei von Manchester zum Haus in der Elm Street. Der reguläre Polizist musste sich in der Nähe befinden. Er würde dringend Hilfe benötigen, wenn es nicht schon zu spät für ihn war. Dann bedeckte Holmes die Blöße des jungen Mädchens mit dem Tischtuch und trug sie zum Taxi hinaus. Ins Krankenhaus, so rasch wie möglich. Es geht um 2 Menschenleben. Der Detektiv verständigte die örtliche Polizeistation und erkundigte sich nach dem Polizisten, der Mona Hatfield bewacht hatte. Der Mann war am Fuße der Kellertreppe gefunden worden. Crowley hatte ihn mit Äther betäubt und dann die Stiege hinuntergestoßen. Dem Beamten ging es nicht gut. Er hatte bei seinem Sturz mehrere Knochenbrüche erlitten, aber er würde überleben. Wir benötigen ein Automobil, das uns nach Tunbridge Wells in Kent befördert. Holmes suchte in Begleitung des Arztes zunächst Mona auf, dann den Doktor und überzeugte sich mit eigenen Augen, dass die beiden wieder bei Bewusstsein waren. Erst im Polizeiwagen gönnte sich Holmes Ruhe. Er schlief, bis sie vor dem Haus von Dr. Watson hielten. Elsa Watson und ihre Haushaltshilfe bereiteten ein wunderbares Mahl, das ihr Mann, Holmes, Mona, der im Hause von Watson einquartierte Freimaurerbruder Hiram und Mrs. Watson am frühen Nachmittag einnahmen. Wie geht es Ihnen, Miss Mona? Blendend, dank Ihres raschen Eingreifens. Ich fühle mich so sicher und auf einmal... Alle medizinischen Werte von Miss Mona sind wieder normal. Und Sie selbst, Doktor? Besser als noch vor einigen Stunden. Wenn wir den letzten der Joes besiegt haben, kann die Welt aufatmen. Die Frage ist, ob es gelingt. Ich habe es bisher nicht geschafft. Sie meinen Alistair Crowley? Crowley ist ein sehr gefährlicher Mann, aber nicht mehr als das. Ohne jemanden, der ihm Befehle gibt, ist er für das Geschick unseres Landes, für die Zukunft der Welt ohne Bedeutung. Ah ja. Solange, bis er wieder einen Führer findet. Von wirklicher Bedeutung für uns ist Colonel Sebastian Moran, das Gehirn, das die Nachfolger von Moriarty lenkt. Aber der Mann, wenn er überhaupt noch lebt, muss doch sehr, sehr alt sein. Sie haben mich auf einen wichtigen Gedanken gebracht, Watson. Es kann sein, dass ich mich irre, dass da noch jemand... Was meinen Sie? Dass da ein Jüngerer, ein Sohn, das Werk des Vaters vollenden will. Sie haben mir den alles entscheidenden Hinweis gegeben. Und dafür danke ich Ihnen. So. Der morgige Tag wird uns nach Westminster ins Parlament führen. Ich wäre froh, Watson, wenn Sie mich begleiten könnten. Ein Tag, ähnlich entscheidend und gefährlich wie der an den Reichenbachfällen, steht uns bevor.
Zu Mr. John Claret, bitte. Wir haben einen Termin mit ihm vereinbart. Der Parlamentsdiener klopfte und ein schwarz gekleideter junger Mann, der Sekretär von John Claret, öffnete. Claret, der stellvertretende Geheimdienstchef der Lords, eilte ihnen in den Vorraum entgegen. Schön, dass Sie sich herbemüht haben, meine Herren. Ich wäre auch in Ihren Club gekommen, Mr. Holmes. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Aber ich muss gestehen, dass mir die Aussicht, den Chef des Geheimdienstes der Lords an seiner Wirkungsstätte anzutreffen, sehr reizvoll erschien. Zu viel der Ehre. Wenn Sie bitte weiterkommen. Der Büroraum, in den sie geführt wurden, war mit dezent gemusterten Seidentapeten und Möbelstücken aus edlem Mahagoni ausgestattet. In der Mitte des Zimmers, an einem Steinpfeiler, stand eine goldene Truhe mit einem Deckel, der mit den Figuren zweier Engel geschmückt war. Die Stühle, auf denen die Männer Platz nahmen, waren mit dunkelblauem Samt gepolstert. Sie gaben mir bei unserem letzten Treffen unendlich wichtige Hinweise zur Lösung des Falles, Mr. Claret. Ich war bemüht zu helfen, konnte aber nicht wirklich... Keine falsche Bescheidenheit. Sie brachten mich wieder auf die richtige Spur. Das klingt interessant. Erzählen Sie, Mr. Holmes. Ein wichtiger Punkt in meinen Erkenntnissen sind Handschriften. Ich kenne die von Professor Moriarty und es war klar, dass die schwarzen Bücher nicht von ihm geschrieben waren, dass also M. nicht Moriarty sein konnte. Etwas verwundert hat es mich, dass Sie als Vollprofi das nicht wussten. Denn Sie vermuteten bei unserem Gespräch, M. stünde dafür. Das habe auch ich bisher vermutet. Vermutungen sind nicht hilfreich, wenn sie falsch sind, Watson. Hinter M. steht jemand anderer. Auch hinter der Aufschrift auf dem Hauseingang, welche darauf hinweist, dass die Jews die Mörder sind. Die zweimalige Aufschrift. Die Jews sind nicht die Männer, denen man die Schuld nicht anlasten kann. So ist es. Doppelte Verneinung bedeutet Bestätigung. Aber wer oder was verbirgt sich denn dann Ihrer Meinung nach hinter der Abkürzung M? Derjenige, der Moriartys Erbe angetreten hat. Es ist nicht so schwer. Wessen Name beginnt noch mit M? John Claret schwieg. Holmes wurde ungeduldig. M steht für Moran. Colonel Sebastian Moran, Moriartys rechte Hand. Ein Mann, der zwei Anschläge auf mich plante. Unmöglich. Sie selbst haben ihn seinerzeit ins Gefängnis gebracht, Holmes, als Sie ihm den Mord an Adair nachwiesen. Davon hat er sich nicht mehr erholt. Er starb einige Jahre darauf, einsam und verarmt. Sie entschuldigen, ich lasse uns einen Imbiss kommen. Wir müssen uns Zeit nehmen, diese neuen Erkenntnisse in Ruhe aufzuarbeiten. Als er die Tür zum Vorzimmer öffnete, stand davor eine Abordnung von 10 Beamten des Scotland Yard mit Inspektor Lestrade an der Spitze. Und noch ein Mann hatte sich ihnen angeschlossen. Bruder Hiram, der Großmeister der Freimaurerloge Quatuor Coronati. Sir Alexander, was führt Sie denn hierher? Sie waren lange nicht zu erreichen. Ich versuche mithilfe von Sherlock Holmes und Dr. Watson einen komplizierten Fall zu lösen. Hiram gegen die Jews. Hiram? Wer ist das? Und wieso gegen die Jews? Wissen Sie etwa, wer sich dahinter verbirgt? Hiram ist mein Logenname bei den Quatuor Coronati. Und wer die drei Jews sind, wird Ihnen Mr. Holmes sicherlich gleich erklären. Gern, Mr. John Claret, alias Mr. Moran. Sie müssen sich irren. Ihre Handschrift hat Sie verraten. Als Sie sich bei unserem Treffen im Diogenes Club Notizen machten, wollte ich meinen Augen nicht trauen. Aber es gab keinen Zweifel. Die Handschrift der Person, die die schwarzen Bücher geschrieben hatte, und Ihre Schrift stimmten detailgenau überein. Ich heiße nicht Moran, wie Sie jederzeit feststellen können. Papiere kann man fälschen. Sie sind der Sohn von Colonel Moran und Sie haben sich mit den Methoden Ihres Vaters in eine der wichtigsten Positionen unseres Landes manövriert. Sie sammelten wie er geheimes Wissen über Vertreter von Staat, Kirche und Wirtschaft und erpressten die Männer anschließend. Das alles sind haltlose Verdächtigungen. Sie haben keinerlei Beweise. Ich appelliere an Sie, meine Herren, lassen Sie sich nicht von diesen beiden Verrückten dazu verführen, mich in Haft zu nehmen. Sie würden es bereuen. In dieser Truhe sammelt er Material über Menschen Tag für Tag. Hier hat er Dokumente zusammengetragen, die jedem, der sie kennt, Macht über das Land verleihen. Aber seit dem Krieg war Moran auch klar, dass erpresserisches Material nicht ausreicht, um die Welt zu beherrschen. Gar nichts geht ohne Nahrung, ohne Lebensmittel. Wer sie kontrolliert, besitzt die Macht. Man beginnt damit, schrittweise die Getreidefelder mit einem Pilz zu verseuchen. Jedes Jahr mehr. Ist die Verzweiflung auf dem Höhepunkt, bringt man Neuzüchtungen auf den Markt, die gegen den Befall resistent sind.
Zugleich hat man das Getreide so verändert, dass es nicht mehr zur Aussaat zu gebrauchen ist und die Bauern jedes Jahr frisches Saatgetreide kaufen müssen. Auf diese Weise hat derjenige, der dieses Getreide anbietet, die Macht über ein ganzes Land. Also gut, Holmes, Sie haben gewonnen. Ja, Sebastian Moran war mein Vater. Und ja, ich führe sein Erbe fort. Unser Orden hat einen Plan, der unser Land von Armut und Krankheit und Unterdrückung befreien wird. Einen großen Plan. Die Jews sind nicht die Männer, denen man die Schuld nicht anlasten kann. Ein Hinweis auf Jack the Ripper und die Verursacher der silbernen Felder. Und ein Aufruhr zur endgültigen Vernichtung der Gegner. Sir Sisley, ich appelliere an Ihre Vernunft. Sehen Sie denn nicht, wie edel unsere Ziele sind? Sie sind die letzte Chance, ein großes Werk zu vollenden. Sir Alexander Sisley jedoch gab den Beamten ein Zeichen. Diese schoben sich unbeirrt an John Claret heran, legten ihm Handschellen an und führten ihn aus dem Raum. Das werden Sie bereuen. Hören Sie, bereuen! Wir kommen wieder. Der Orden ist unbesiegbar. Holmes begann, den Mittelpfeiler, an dem die goldene Truhe stand, zu untersuchen. Nicht zu übersehen war ein Messingtrichter, der in seiner Form an eine Trompete erinnerte. Hier saß er an der Quelle. Er konnte über den Entlüftungsschacht alles mitverfolgen, was in den Versammlungssälen und Sitzungszimmern gesprochen wurde. Holmes betrachtete lange die goldene Truhe. Eine Nachbildung der Bundeslade, wie ich es erwartet habe. Er zog ein Bündel Papiere heraus, das die Aufschrift Edward trug. Eine Akte über Edward Wales. Ergänzen Sie den Namen Dr. Watson, dann kommen Sie darauf, wer uns bei dieser für das Land so wichtigen Aktion unterstützt hat. Edward von Wales. Der Prince of Wales. Und dieser Ordner birgt offenbar Material, das verhindern soll, dass er eines Tages König wird. Ich vermute, es handelt sich um eine nicht standesgemäße Beziehung zu einer attraktiven Frau aus dem Ausland. Unsere Aufgabe ist beendet, Doktor. Ich hoffe, ich kann Sie dazu überreden, einige Tage mit mir in Sussex, im Fairmount Hotel, auszuspannen. Die Zimmer des Malers sind frei geworden. Ich bat Mrs. Bromham, ihm zu kündigen. Holmes und Watson genossen das Abendessen am Panoramafenster des Fairmount Hotels und sie sprachen mehr als sonst dem französischen Rotwein zu. Überrascht war man, als Holmes einen dunkelhäutigen Mann mit weißem Turban und braun-weiß gemustertem Sarong an ihren Tisch bat. Das ist Mr. Pugh, seines Zeichens Magier. Ich habe ihn anlässlich einer eindrucksvollen Demonstration seines Könnens in Yapton kennengelernt. Nicht doch! Mr. Holmes haben es großzügig unterlassen, meine bescheidenen Kunststücke zu entlarven. Upiu wird für unsere zukünftigen Unternehmungen von großer Bedeutung sein, Watson. Es freut mich wirklich sehr, Holmes, dass Sie mich auch in Zukunft an der Lösung Ihrer Fälle teilhaben lassen. Ich bin von ganzem Herzen dazu bereit. Aber Sie müssen mir einen Hinweis geben, in welche Richtung wir uns bewegen werden. Selbstredend, mein lieber Watson. Meister Pugh besitzt eine interessante Kopie der Bundeslade, in der er seine magischen Gegenstände verwahrt. Ich denke, er kann uns wichtige Hinweise auf den Verbleib des Originals geben. Der Burmese verbeugte sich höflich vor Holmes und Watson. Ich werde alles Mögliche tun. Holmes und Watson wollten am Vormittag des nächsten Tages der Farm der Hatfields einen Besuch abstatten. Mrs. Watson hatte Mona begleitet, um ihr in den ersten schweren Stunden auf der leeren Farm Beistand zu leisten. Die beiden Männer genossen die Wärme der Junisonne und den salzigen Wind, doch Holmes blickte auch sorgenvoll über den Channel. Wenn es stimmte, was Aaron Crowley über seinen Bruder gesagt hatte, wenn Alistair wirklich Verbindungen zum Kontinent, zu Deutschland hatte, wenn er in jenem vom Krieg geschüttelten Land auf jemanden stieße, der ihn als gefährliches Werkzeug benützte, dann ließ das nichts Gutes für die Zukunft der Welt erwarten. Ein Blick in die Landschaft von Sussex jedoch, auf die weiten Flächen gesunder Getreidefelder, bestätigte Holmes, dass immerhin die Gefahr, die von den verseuchten Feldern für die Nahrungsversorgung des Landes gedroht hatte, gebannt war. Als sich Holmes an den prächtig gedeckten Tisch setzte, war es ihm fast, als müsste er sich freuen.